Ja, dann sage ich einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu unserer großen Abschlussdiskussion, zu unserer 10-monatigen und 15-teiligen Warhol-Lecture mit dem Titel Easier Than Painting, die Filme von Andy Warhol. Ich bin total begeistert, dass es Leute gibt, tatsächlich, die jetzt um 15 Uhr zu solch ungewöhnlicher Uhrzeit den Weg hier zu uns gefunden haben und natürlich auch ganz besonders unsere vier Organisatoren, Dozenten, Referenten zum Teil auch, die heute hier mit uns so ein bisschen ein Fazit ziehen wollen, was eigentlich in diesen letzten 10 Monaten passiert ist, was rausgekommen ist. Gibt es einen roten Faden oder was ist vielleicht, was steckt hinter Easier Than Painting? Vielleicht nochmal die vier, die hier vorne sitzen. Wir haben aus der Filmwissenschaft der Goethe-Universität Vinzenz Hediger und Marc Siegel. Marc Siegel hat auch hier den Auftaktvortrag des Wintersemesters gehalten. Sommersemester, Gott, Sommersemesters, genau. Er wird übrigens heute dann auch in englischer Sprache diskutieren, hat er darum gebeten und dem Wunsch wollen wir natürlich sehr, sehr gerne nachkommen. Das Gespräch ansonsten wird in Deutsch stattfinden. Und aus der Kunstgeschichte Regine Prange und Henning Engelke. Henning Engelke hat den Auftakt, wirklich den richtigen Auftaktvortrag dieser Reihe im Wintersemester. Wintersemester dann auch gehalten und also wir freuen uns sehr, wie auch gerade zwei Referenten dieser Reihe nun auch die anderen 13 Referenten wahrgenommen haben und was die uns so zu erzählen hatten. Zum Ablauf, wir wollen das auch offen für Sie gestalten. Wir werden aber zunächst die Möglichkeit geben, für alle vier Organisatoren dieser Reihe ein Fazit zu ziehen. Dafür wird jeder 5 Minuten haben, um hier ans Pult zu kommen und Ihnen das Fazit einmal kurz darzustellen. Und dann gehen wir in die Diskussion und dann werde ich auch mit dem Mikrofon zur Verfügung stehen, wenn Sie selbst Fragen haben. Ja, und zum Auftakt vielleicht eine lockere Einstiegsfrage. Gibt es denn sowas wie einen roten Faden für euch aus dieser Reihe? Wir haben jetzt 15 Veranstaltungen gesehen. Bevor ihr an eure Fazits geht, ist das was, wo man sagt, ja, das passt auch alles wirklich unter einen Hut? Oder wie habt ihr das wahrgenommen, diese 15 Veranstaltungen? Henning, fang du mal an. Du hast doch Ich damals wollte gerade was angefangen. trinken, aber okay. Also ich gehe gleich auf etwas ein noch, wo ich denke, dass es ein roter Faden ist. Aber ich würde natürlich eine Sache auch hervorheben wollen, dass wir nämlich tatsächlich erstmal eine ganze Vielfalt von Positionen vorgeführt bekommen haben. Und dass es, glaube ich, vielleicht gar nicht so sehr darum geht, jetzt einen roten Faden zu zeigen. Wir haben viele Erkenntnisse gewonnen, glaube ich. Da gehen wir sicher alle auch gleich noch drauf ein. Wichtiger aber finde ich noch, dass wir natürlich irgendwie daraus lernen können, aus dem, was wir da gehört haben, vielleicht neue Fragen zu entwickeln. Ganz neuartige Fragestellungen, so Warhols Werk tatsächlich jetzt nach der Reihe nochmal neu in den Blick zu nehmen. Also quasi die Reihe nicht als einen Abschluss zu nehmen, also weil du nach dem roten Faden auch gefragt hast, also so ein Resümee zu ziehen, also das auf ein oder ein paar Sätze zu bringen, finde ich schwierig, aber ich glaube, was man überlegen sollte, ist eben auch, was ergeben sich da eigentlich für Fragen daraus? Ist die Reihe nicht als einen Abschluss zu nehmen, sondern eigentlich als etwas, was es ermöglicht, Warhol tatsächlich nochmal neu zu betrachten, neue Fragen zu formulieren? Das wäre vielleicht mein methodischer roter Faden. Es wird ja auch ein Buch geben dann dazu, ne? Ja. Ja, Henning und ich bringen ein Buch raus bei Fink Verlag, so auf der deutschen Sprache. Ein Buch, aus fast alle überarbeitete Vorträge und auch ein paar zusätzliche Texte dazu. Ich würde nur sagen, für mich so aus vielleicht roter Faden. Ich bin nicht so ein roter Faden-Typ, so mit meiner Seh-Erfahrung, aber für mich das, was ich sage, wirklich auf jeden Fall durchgeht und was ich dann zurücknehme, außerhalb von meinem, so was ich dann so als Fazit oder so was Erkenntnisse gewonnen habe, ist, dass ich finde, was die Reihe beweist, ist, dass man es nicht mehr akzeptieren kann, Theorie, Bildung über Warhols Filme zu akzeptieren, ohne die Seherfahrung im Kino gehabt zu haben. Dass es war, glaube ich, für viele von uns, für mich, der schon die meisten der Filme
die wir gezeigt haben, schon gesehen habe im Kino, so ich weiß, für Henning ist es auch der Fall, ist es trotzdem eine ganz andere Erfahrung, Warhols Filme erstmal zu sehen, als über sie zu lesen. Es ist auch anders, sie im Kino vorgeführt auf 16 mm, 16 Bilder pro Sekunde zu sehen, als die zum Beispiel mit den Screentests auf digital auf einem Bildschirm in einem Kunstkontext zu sehen. Das ist eine ganz andere Seherfahrung und ich finde, dass um Warhols filmische Praxis näher zu kommen, ist es wichtig, dass man diese Erfahrung hat. Das ist ein sehr spannender Aspekt, weil ich hatte tatsächlich vorher Warhol-Filme nur in Ausstellungen, in Ausschnitten gesehen. Ich hatte noch nie einen auf großer Leinwand gesehen und das macht tatsächlich auch was ganz anderes mit einem, also auch rein physisch und psychisch. Das ist, passt auch ganz gut zu der Anknüpfungsfrage, die ich vielleicht euch noch vorneweg geben will, Regine und Vinzenz. Das ist ja auch eine interdisziplinäre Reihe, die wir hier haben. Und es geht so, Filmwissenschaft und Kunstgeschichte ist auch zusammen organisiert worden. Ist das so nach eurer Vorstellung jetzt auch verlaufen? Sind alle Aspekte auch abgebildet gewesen durch die Lectures? Oder gibt es da so Punkte, wo ihr sagt, das hätte man noch verstärken müssen so, und das sollten wir heute vielleicht noch verstärken? Wie ist da eure Einschätzung und Wahrnehmung? Ja, ich habe tatsächlich mich vorher auch hauptsächlich mit Warhol als Maler und vor allem in der Auseinandersetzung mit dem abstrakten Expressionismus beschäftigt, also auch immer sozusagen die abstrakte malerische Dimension gesehen. Und jetzt die Filme, also jetzt in dieser Dichte zu sehen, war wirklich eine ganz wichtige Erfahrung, die mir aufgezeigt hat, wie stark eigentlich diese Filme in das Gesamtwerk einzubetten sind, also insofern sie ja eben auch eine Medienkritik leisten, das möchte ich nachher ausführen, und auch zurückverweisen auf die Tradition der Malerei und auch mit dem Thema der Serialität sozusagen diesen Konnex herstellen. Also da wäre für mich noch sehr viel Forschung zu leisten, gerade zu dieser Beziehung zwischen den Filmen und dem malerischen oder den sonstigen Verfahrensweisen, die er benutzt. Er benutzt ja nicht nur die Malerei, sondern auch das Buch oder die Fotografie und alle möglichen anderen Medien. Also diese Relation, die wäre für mich sehr interessant, nochmal neu zu überdenken. Und da gibt es viele neue Ideen durch die Vorträge und die Filme. Ja, mir ist übrigens bei dem Abschlussvortrag wieder eingefallen bei Couch, dass Couch der erste Warhol-Film war, den ich gesehen habe, und zwar vor fast 30 Jahren, damals auch im Kino. Das heißt, ich kenne das gar nicht anders, aber... Wo denn? Willst du es genau wissen? In Rheinach, im Kanton Aargau, in dem Kino, wo ich als... Teenager, Presseattaché war. Und da gab es eine Filmreihe mit Meisterwerken des Schwulenkinos, Jean Genet und sowas. Und da, unter anderem wurde Couch gezeigt. Ich habe keine Ahnung, wo die Kopie her hatten, aber es war eine 16mm Kopie, es war ein Film. Und das heißt, das war auch meine erste Kinoerfahrung. Trotzdem ist das, was Marc gesagt hat, sehr wichtig und es ist eben keine Selbstverständlichkeit und das scheint mir auch eine der großen Leistungen zu sein, diese Reihe. Das wurde nur möglich durch die Bereitschaft des Filmmuseums, sich auf dieses Risiko einzulassen, dass wir die Filme tatsächlich im 16mm hier zeigen konnten, sie im Kino zeigen konnten. Nicht? Das Kino als Denkraum wird dadurch überhaupt erst möglich und dazu hat es auch der Arbeit bedurft, der Bereitschaft des Filmmuseums, der Programmabteilung, dieses Risiko mitzutragen und der Arbeit von Urspörri, der die immer besorgt hat und dafür gesorgt hat, dass sie so pünktlich angeliefert wurden wie wertvoller Thunfisch aus Tokio für eine Sushi-Bar in New York. Das ist ungefähr die Vergleichsgröße. Ein Punkt scheint mir wichtig, eine solche Reihe zu veranstalten über ein ganzes Jahr mit 16 Vorträgen, das sind schon eine ganze Menge. Ich glaube, 20 wären zu viel. Es ist schon eine kritische Größe und ein Werk auszuwählen, dem man sich in dieser Intensität widmet und eine Regisseurin oder ein Regisseur,
das ist immer auch ein Risiko. Man wettet darauf, dass dieses Werk den Charakter dessen hat, was der französische Kunsthistoriker Hubert d'Amiche mal so schön ein theoretisches Objekt genannt hat. Was d'Amiche damit meint, ist, dass es sich um Gegenstände handelt, die sich nicht erschöpfen in der Arbeit der Interpretation und der Auseinandersetzung und um Gegenstände, die immer wieder neue theoretische Positionen hervortreiben und die in diesem Sinne eben nicht einfach nur als Beleg für eine Theorie gelten oder sich als Objekt eines bestimmten Ansatzes anbequemen, sondern über die Stärke und die Komplexität verfügen, eine Vielzahl von Zugangsweisen herauszufordern und auch zu tragen. Und ich glaube, das Kriterium, um festzustellen, ob wir es mit einem solchen Gegenstand zu tun haben, ist ganz einfach dies: Ist es uns langweilig geworden am Ende oder nicht? Und die Antwort für mich lautet keineswegs. Ich würde es gerne noch mehr von den Filmen sehen und weiter fragen, weiter diskutieren und weitere Positionen hören auch. Also das ist für mich eine Wette, die aufgegangen ist. Ich denke auch, das Publikum hat da so ein bisschen für sich gesprochen. Das war ja ein unglaublicher Andrang, den wir auch selbst nicht so erwartet haben, ehrlich gesagt, auch über die Dauer von 10 Monaten. Und ich glaube, es ist auch jetzt, nachdem du das gesagt hast, auch ein ganz guter Zeitpunkt, um auch euch zu danken, weil tatsächlich wir als Filmmuseum hätten uns nicht getraut, sage ich jetzt mal, eine so lange Reihe, auch eine so teure Reihe, muss man einfach so sagen, mit Kopien aus den USA, mit teuren Rechten, teuren Transporten zu machen. Und wenn wir euch 4 nicht als Partner gehabt hätten, die das so toll inhaltlich auch organisiert hätten, dann wäre das hier in Frankfurt niemals so möglich gewesen. Dafür danke. Aber Frankfurt ist der richtige Ort für sowas, weil es hier ein solches Publikum gibt. Ja. Also ich kenne in Deutschland nicht viele Orte, wo das geht. Stimmt. Auch die Diskussionen danach sprechen da einfach für sich. Da kann man ja im Internet schauen, wenn man was verpasst hat. Die haben wir alle, fast alle inzwischen jetzt auf unserem YouTube-Kanal auch stehen. Also da können Sie auch die Vorträge nochmal nachsehen und auch die Diskussionen danach. Aber ich finde, jetzt ist auch ein ganz guter Zeitpunkt, um vielleicht mit den Fazits einzusteigen. Ich würde vorschlagen, wir beginnen doch einfach gleich mal mit dir, Vinzenz. Du musst jetzt aufstehen, wir machen das offiziell. Du gehst zum Stehpult und wir freuen uns auf deinen Fazit zur Reihe. Gut. Ich habe eigentlich nur einen Gedanken, den ich ausformulieren möchte. Die andere Frage, die man sich stellen kann bei einer solchen Reihe, bei solchen Projekt, ist, hat man am Ende was gelernt? Und ist man weitergekommen in seiner eigenen Arbeit und in seiner eigenen Beschäftigung mit den Gegenständen, an denen man sich abarbeitet, durch ein solches Projekt? Und in diesem Fall kann ich für mich auf jeden Fall sagen, auf jeden Fall ja, weil Warhol sich mir auf eine Art und Weise nicht einfach nur neu dargestellt hat, also ich habe nicht einfach nur einen neuen Aspekt von Warhols Werk entdeckt, sondern Warhol entdeckt als jemanden, der mir über das Kino und die Medienkultur der Gegenwart ein paar Dinge zu sagen hat, die ich so präzise formuliert anderswo nicht finde. Und es muss damit gerechnet werden, dass ich in Zukunft, zumal in meinen theoretischen Vorträgen, sehr oft Warhol-Beispiele verwenden werde, weil die so wunderbar heuristisch fruchtbar sind, um bestimmte Positionen zu formulieren. Ich habe einen Vortrag schon gehalten mit My Hustler als Beispiel, fresh off the press. Eines meiner Lieblingszitate aus der nicht-filmwissenschaftlichen Literatur, den Film betreffend, stammt aus der Hauszeitung der Firma Krupp. Und das wurde publiziert im Jahr 1961, 62, also kurz bevor Warhol anfängt, mit der Filmkamera zu arbeiten. Und das Zitat stammt vom Kommunikationschef der Firma Krupp, Leiter der Informationsabteilung hieß das damals noch. Und dieser Mensch schreibt einen Artikel, in dem er sich als Filmenthusiast herausstellt. Und er entwickelt so etwas wie eine Philosophie des Films, indem er nämlich sagt, der Film ist das Medium, das alles darstellen kann. Der Film kennt keine Grenzen, er kann alles andere und alles überhaupt in der Welt darstellen. Wenn man in Deutschland als Medienwissenschaftler tätig ist, dann kennt man den Sound dieser Art von Aussage. Das ist nämlich auch der Tonfall, in dem die Kittler-Schule über den Computer spricht.
Der Computer ist das Medium, das alle anderen darstellen kann und deshalb keine Grenzen kennt und so weiter. Darüber muss man in technischer Hinsicht noch diskutieren, aber das ist hier nicht das Thema. Was mir interessant scheint, ist, dass in den 60er Jahren dieser Gedanke ans Kino geknüpft wird. Und dass es Leute gibt, die davon ausgehen, dass der Film so etwas wie das Leitmedium ist, das in gewisser Weise alles, was die Kunst bisher zu leisten vermocht hatte, übersteigt. Die Ausgangsfrage, die wir in gewisser Weise ein bisschen polemisch und auch scherzend, aber in der Absicht, eine Diskussion auszulösen, an den Anfang dieser Reihe gestellt haben, ist: Könnte es nicht sein, dass die Filme von Warhol besser sind als seine Gemälde? Und könnte es nicht sein, dass der kamouflierte Teil seines Werks, nämlich das filmische, aber der wichtigere Teil des Werks ist? Dieser Gedanke ist auch schon vorbereitet im Titel der Reihe, Easier Than Painting. Und dem sind wir in gewisser Weise nachgegangen. Für mich steht am Ende der Reihe eher die Einsicht, dass die Frage des Verhältnisses von filmischem und künstlerischem Oeuvre zwar eine interessante ist, aber dass es durchaus sinnvoll sein könnte, das filmische Oeuvre aus einer ganz anderen Perspektive anzugehen und sich zu fragen, weshalb Warhol eigentlich an einem bestimmten Punkt wirklich die Malerei aufgegeben hat und mit dem Film gearbeitet hat. Und eine meiner probeweisen Antworten würde lauten, weil der Film alles andere darstellen kann. Durchaus im Geiste, aber kritisch gewendet, des Leiters der Informationsabteilung von Krupp. Der Film jedenfalls ist das, was mich immer mehr zu interessieren begonnen hat im Laufe der Reihe und in der Auseinandersetzung mit den Werken selbst. Wird in den Händen von Warhol zu einem Medium, das zum Brennpunkt aller anderen Medien wird, zum Schlüssel, aber auch zum Ankerpunkt, aber auch zum Schlüssel zu einem Medienverbund, in dem bestimmte Fragen gestellt werden könnten, Formate entwickelt werden können, die dann in anderen Zusammenhängen auch wieder weiterentwickelt werden. Wir haben über den Zusammenhang von Film und Popmusik gesprochen, Film und Malerei, Film und Tanz, Film und Performance Art. Man kann auch das Zeitschriftenprojekt Interview von Warhol in diesen Filmzusammenhang stellen und darauf hinweisen, dass das Format des Interviews, der Befragung, der Inquisition, auch des Verhörs in einem Film wie Chelsea Girls, aber auch in anderen Filmen intensiv entwickelt wird und dass in gewisser Weise vom Film aus die Medienkultur, in der Warhol sich bewegt und zu der er sich immer auch kritisch verhält, überhaupt erst lesbar wird. Und das ist meine Arbeitshypothese für meine weitere Auseinandersetzung mit Warhol. Ja, danke dir. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir allen Vieren gleich die Möglichkeit geben, dieses Fazit zu stellen. Also dass wir nicht darauf sofort reagieren. Ich hoffe, das ist auch in Ihrem Sinne. Und würden dann vielleicht, da wir interdisziplinär durchmischt sind, mit Regine weitermachen dann an dieser Stelle. Ja, also diese Sicht der Filme Warhols in dieser Dichte und Ausführlichkeit hat für mich im Ganzen den Eindruck erbracht einer sehr starken Stringenz eines ästhetischen Verfahrens, das man durch ein Spannungsverhältnis definieren kann zwischen Künstlichkeit, äußerst bewusster Komponiertheit auf der einen Seite, und zwar sowohl auf Seiten der Mise en Scène, also des vorfilmischen Arrangements, wie auch im Sinne der Mise en Cadre, also der Komponiertheit dessen, was im Kader zu sehen ist, und auf der anderen Seite einer Rauigkeit, einer Zufälligkeit des Materials. Diese Spannung scheint mir ganz wichtig zu sein, dann auch für die künstlerische Argumentation, die da doch für mich drin zu liegen scheint. Überraschend für mich, um nochmal so einen Gesamteindruck wiederzugeben, auch jetzt der Lectures, überraschend für mich war eigentlich die Bedeutung der Queer Studies, die sozusagen eine sehr starke Aneignung jetzt des Warholschen Kinos beanspruchen, woraus ich sehr viel gelernt habe, und das ist eine Perspektive, die ich als politische und auch in ihrer biografischen Dimension jeweils sehr respektiere und wichtig finde.
Ich würde aber dennoch eine allgemeinere Lektüre oder eine allgemeinere Kategorie als die des Geschlechts für Warhols Kino in Anspruch nehmen, nämlich, wie schon gesagt, die Kategorie des Massenmediums. Mir scheint, dass Warhols Thema im Film, wie in den anderen von ihm gewählten Verfahren, die mediale Subjektkonstruktion im Kapitalismus ist. Die Welt durch den Filter der Kulturindustrie, um es mit Adorno zu sagen, und die Drag Queen würde also aus dieser Perspektive sozusagen die Identität als Maske liefern, als theatrale Performance, und somit hätte also die Drag Queen, nur als Beispiel jetzt aus dieser Szene, genauso wie das Bild von Elvis, Monroe oder Superman, den Charakter eines Ready-Made. Jeder und jede ist aktiv wie rezeptiv Medienbenutzer. Das ist für mich diese sehr einfache Grundaussage, die Warhol immer wieder vorführt. Nur ein Beispiel zu My Hustler, wo sie Paul America am Strand liegen sehen und umgeben von zahlreichen Medien. Also er hört Radio, er blättert in Zeitschriften. Und er hat auch, was ja gar nicht zu diesem dokumentarischen, also zu dieser Strandszene passt, ein altes Buch, offenbar recht wertvoll auch, vor sich liegen, was offensichtlich in einem solchen medientheoretischen Kontext heißt, dass das Buch eben das erste Massenmedium war. Das kann man sich bei der Gelegenheit klar machen. Diese Benutzung von Büchern kommt auch sonst vor, auch im letzten Film, den wir gesehen haben. Couch wird ja ein Buch gelesen zwischendurch und dazwischen auch Bier aus Dosen getrunken, also das wird sozusagen alles auf eine Ebene gestellt. Intimität, die wir ja gerade im letzten Film Couch nun ganz ausführlich und auch ziemlich deutlich, also direkt als Geschlechtsakt gesehen haben, wird immer schon als Produktion für den Aufnahmeapparat deutlich, so wie sich ja auch die Factory selbst als eine Produktionsstätte von Stars begreift und nicht etwa als eine Kommune, die jetzt ein alternatives Leben als solches ausprobiert, sondern man geht dahin, um sozusagen diese mindestens 15 Minuten Stars zu sein. Die utopische Dimension ist meines Ermessens nicht sozusagen primär aus der Queer-Culture heraus oder an die Queer-Culture gebunden, sondern an die Demonstration des falschen Mythos der Unterhaltung geheftet, an die Ausstellung der Mechanismen, die eine Erlösung aus kultureller Passivität versprechen. Es geht Warhol um die Methoden, um das Sichtbarmachen der Methoden der Partizipation der Massen an der Kultur. Also deshalb fand ich das auch sehr wichtig, wie das Ara Osterwall zum Beispiel auf Krakauer verwiesen hat, also auf die Tiller Girls, also dieses Argument von Krakauer, dass die abstrakte Erotik des Revue-Tanzes, der ja eben in seiner Choreografie über den individuellen Körper verfügt, also diesen individuellen Körper verdrängt zugunsten dieses abstrakten Korpus, dass diese Erotik des Revue-Tanzes sozusagen als Metapher für Unterhaltungsindustrie schlechthin analog zu verstehen ist oder parallel zum Maschinentakt der industriellen Fabrikproduktion. Das ist ja das Argument, was dann Adorno in seiner Kritik der Kulturindustrie aufgreift. In diesem Sinne ist Warhols Spruch easier than painting meines Erachtens auch zu verstehen. Er sagt ja, das Filmen ist einfacher als Malerei, man braucht nur den Apparat aufstellen und kann dann davon gehen. Das heißt, es ist keine handwerkliche Übung, keine Routine, keine Ausbildung nötig, und das ist genau der Kern seiner Ästhetik. Er meint nämlich damit die Verheißung, dass alle zu kulturellen Produzenten werden können als Medienbenutzer. Also diese Amateurqualität des Filmens, die macht er sozusagen nach. Übrigens auch ganz ähnlich das Thema wie bei Godard, dazu komme ich noch. Er benutzt immer schon von Anfang an das billige Bild, den Trash, also das, was den Massen zur Verfügung gestellt wird. Und da werfe ich nochmal einen Blick auf den Anfang von Warhol als Avantgarde-Künstler. Er beginnt ja 1956 damit, Zeitungen auszuwerten, also Zeitungsbilder und Zeitungsschlagzeilen, Texte zu übertragen ins Handschriftliche, in die er, und das scheint mir schon ein Modell für seine Filme zu sein, in die er zum Beispiel biografische Elemente einträgt, also den Namen seines Freundes damals und so weiter. Also da ist schon eigentlich das Modell für die Arbeit am Massenmedium Film zu greifen, nur die Zeitung.
Und ich erinnere an die erste Ausstellung bei Bonvitella, also in dem Kaufhaus im Schaufenster, wo er seine Comicbilder, also mit Popeye, das Kleinanzeigenbild Before and After ausstellt und so weiter. Also es geht schon in der Malerei immer schon um vorhandene Bilder einer damals als vulgär klassifizierten Massenkultur, die in weiter Entfernung zur bürgerlichen Hochkultur gesehen wurde. Allerdings wird dieser Schund in damaliger Sicht nicht einfach intronisiert oder bejaht. Entscheidender ist der Einsatz formal-ästhetischer Verfahren, die allermeistens quer zu den Inhalten von Narration oder Dokumentation stehen und dafür sorgen, dass die Gemachtheit der Bilder und zu diesen bildhaften Artefakten würde ich eben auch die Akteure der Factory selbst zählen, also in ihrem ständigen sozusagen sich inszenieren. Gerade das Kämmen ist ja eine permanent wiederkehrende Handlung. Diese Gemachtheit der Bilder kann nicht aus dem Bewusstsein verdrängt werden. Gerade Lüthi hat uns das an Chelsea Girls ja vorgeführt, diese ständige Spannung zwischen Inhalt und Form. Warhol ist deshalb für mich wie Godard ein Bildforscher. Es gibt für ihn ebenfalls wie für Godard immer zwei Bilder und nicht eines, ein einheitliches. Denn nur aus dem Zusammenprall zweier Bilder kann ein drittes Bild im Bewusstsein des Betrachters entstehen. Die Serialität als Zitat der Massenproduktion wird zur künstlerischen Form der Serialität im Sinne von Montage umgedeutet. Ich verweise auf die Doppelprojektion, aber auch auf das sogenannte von Adrian Martin ja in den Blick genommene Aquariumbild in Vinyl. Auch da gibt es diese inneren Schnitte und immer dieses Bewusstsein des Schnitts, des Randes. Es geht in der Tradition des Kunstkinos auch seit Werthoff und Buñuel um die Kritik der Romanze, der psychologisch motivierten Erzählung mit ihren immersiven Effekten. Die notwendig anstrengend empfundene Sichtbarkeit des Apparats, des filmischen Materials selbst und des Frames, der Kadrierung als einer willkürlichen Grenze des Bildes, steht einer anschaulichen Evidenz der Filme entgegen. Vielmehr regen sie zum Nachdenken an, zum Nachdenken über Kunst und Medien. Und denn, das würde ich schon auch in den Filmen sehen und deshalb würde ich sie eben nicht abtrennen vom Werk als Maler. Warhol ist auch Kunsthistoriker oder Malereihistoriker. Er zitiert laufend die historische Avantgarde, ganz besonders Manet. Die Olympia-Zitate waren ja häufig auch Thema der, oder einige Male Thema der Vorträge. Die Olympia verwandelt ja das erhabene Thema des weiblichen Idealakts durch den Filter der hier entstehenden Unterhaltungsindustrie. Also in Paris im ausgehenden 19. Jahrhundert entsteht ja so etwas wie Unterhaltungsindustrie, Spektakelkultur und Olympia ist eben nicht mehr Venus, sondern Prostituierte. Und da ist also das Thema Pornografie vorbesetzt, also über diese Olympia-Figur als Bild, als Metapher für den Thrill der Massenmedien, für eine immer schon entfremdete, den Profitinteressen der Konzerne unterworfene Erotik. Insofern hat Ara Osterwald für mich sehr spannend eben diese These des Sex als Arbeit hier in den Raum gestellt, anhand eben der Spannungslosigkeit, des fehlenden dramaturgischen Bogens und so weiter. Warhol markiert aber auch die mortifizierende Bedeutung der fotografisch-filmischen Aufnahmeapparatur. Eine Zeitlichkeit, die zum Beispiel Juliane Rebentisch hier angesprochen hat, das immer schon Vergangensein des filmischen Bildes, also diese Geisterhaftigkeit in and Outer Space. Und man könnte dies eben auch mit den Malerei-Zitaten weiter belegen. Denken Sie an den Totenschädel, der in Sleep auftaucht und auch anderswo, ich glaube auch in Blowjob und den Christo Scorto, also den verkürzten, also den toten Christus auch in Sleep, der ja von Michael Diers vorgeführt worden ist. Im Zentrum der Medien- und kunsthistorischen Auseinandersetzung steht wohl das Porträt. Das hat besonders Juan Suarez sehr gut und sehr komplex entfaltet. Screenshots bilden den ästhetischen Nukleus der Filme. Das Versprechen der Persönlichkeit wird gefolgt von der Entleerung dieses Versprechens, der Zersetzung von Persönlichkeit. Zugleich durch die Stillstellung der Aktion bei den Screenshots wird die Rolle des Modells in der Malerei aufgerufen. Das Aushalten in der Pose ist Arbeit. Ich sehe bei aller Schönheit, die Douglas Crimp so sehr betont hat und gegen kritische Perspektiven stark gemacht hat, im Verlust der Spannung zwischen Innerlichkeit und Ausdruck geradezu eine Tendenz zum Abjekten, hervorgerufen durch die zeitliche Dehnung.
Das müsste man dann noch weiter ausführen. Meine Abschlussfrage: Dringt Warhol, Entschuldigung, ich bin immer noch beim Godard, das sehe ich, aber kann ich begründen. Dringt Warhol zum Realen durch, indem er die Undurchdringlichkeit des Mediums und die physiologische Unwillkürlichkeit ausstellt. Die Träne von Anne Buchanan und das Atmen von John Giorno, die Grimassen von Henry Geldzahler, wird durch die ausgestellte Gewalt des Kameraauges gegen die Geldzahler, wie Juarez ausgeführt hat, die Schlacht verliert, gesellschaftliche Wirklichkeit sichtbar. Das war mein Beitrag. Ja, vielen Dank dafür. Und dann wechseln wir doch direkt wieder in die Filmwissenschaft über Marc Siegel. Auf Englisch, ne? Ja, auf Englisch. Ja, es gibt viel, was ich dann direkt danach sagen könnte, aber das, wir werden dann diskutieren. Zum Beispiel, man könnte über Warhol, der Cinephile-Maler, reden. So wie Godard mit der Kritik anfing, fing Warhol mit der Malerei. Und dann hat er was gelernt. Ja, aber ich setze das zur Seite, so wie die ganze Queer-Quatsch. Die mich begleitet hat, weil das für mich war nicht neu an der Reihe, irgendwas mit Queer Studies, weil die wesentliche Rolle, die Queer Studies gespielt hat, Warhols Filme aus legitimes wissenschaftliches Objekt zu schaffen, war mir schon klar, bevor die Reihe anfing. But we're discussing this. Jetzt für auf Englisch. What for me? What I just wanted to mention. I think for me, what were like interesting new thoughts that emerged throughout this series that emerged by watching and thinking about Warhol's films was precisely that what I think is one of the most innovative things about his films and the most productive thing that, at least for me at this point, is his challenge to any ideas of medium specificity. And certainly to any that would choose to reduce cinema to something called das Medium Bild. I don't know what that medium is, image, and what that has to tell us about the audiovisual and performance aspects of cinema, but that's maybe something to discuss. But at any rate, challenge to medium specificity. Why do I say that? How am I thinking that? I think, for instance, about Juliana Rabentisch's comments to Diedrich Diedrichsen after his lecture about Hedy, where she threw out the idea, maybe Hedy, as I understood it, maybe Hedy is already expanded cinema. She said, I think thinking about the various elements in the film that seem to interact but don't seem to cohere. The camera glides past the narrative, getting distracted by the architecture of the surround. The performers exist on different planes. The sound doesn't really accompany but atmospherically enhances or backs the image. And so she, I think, suggested, or maybe I'm pulling out of what she said, that it's not hard to imagine that Warhol would then separate out these elements, which he did very soon thereafter, and present them in the exploding plastic inevitable, these expanded cinema events with the Velvet Underground. One thought. But this expanded cinema, I would say, is not a reflection on medium specificity. Expanded cinema is not necessarily a means of investigating the constitutive elements of cinema. Instead, I think it could be more productive to think of expanded cinema about a shift from medium specificity to site specificity. And here I'm relying on the comments by Andrew Yurofsky in a new book on expanded cinema in post-war art. And it's interesting, in his book, Warhol is not the focus, but he does discuss Warhol in relation to expanded cinema. But not, he doesn't talk about the exploding plastic inevitable, or about Chelsea Girls, or outer and inner space. So it's not expanded in the sense of more screens,
it's expanded in the sense of a greater attention to the sight. He says the theatrical sight of the work's projection. Or perhaps the sight that is constructed through and in the work's projection. So Yurovsky talks perhaps counterintuitively, except to those of us who were here, about sleep, about the film Sleep. That's the film he talks about in terms of expanded cinema, the first film that Warhol shot, and indeed a film the shooting of which was perhaps even his motivation to make films at all. The idea of making an 8-hour film of a person who just sleeps is, some say, what motivated him to decide to make films. Indeed, that's not what he made, as we know. He made a 5-hour and 21-minute film when projected at 16 frames a second. That's not just one shot of someone sleeping, but is indeed composed of variations, as Brandon Joseph, in an important analysis, talked about. The variations, repetitions, are something that indeed perhaps came from Warhol's interest in John Cage and his recent performance of Eric Satie's piece, Vexations. And Brandon Joseph analyzed these connections to Cage and talked about it in terms of the form of the work. Now, Yurovsky instead points out that we shouldn't understand, let's say, the variations and the duration of the film, the long duration of the film, as a formal element of the work at all. It is that, of course, you could talk about it, but I don't think that's the most interesting or productive or new thing that I experienced in this series. No, the duration of the film is an activation of the theatrical sight of exhibition. I think those of us who are here know that experience of the people going in, going out, getting pretzels, getting Rataburgers, the way in which, because of we have this very long film, it duration becomes an activation of the space of viewing. In that sense, Sleep is already expanded cinema, a cinema that pushes beyond medium specificity to foreground and solicit a variety of perceptual, aesthetic, and social events, of chance experiences during this long duration. Maybe that's where Cage comes in, right? The long duration to allow chance to enter in to the screening situation. And that's, and then I just come back to my lecture, which is when I first started thinking about this direction. And that's a lecture I gave about Harlot, where I then, in a sense, argue, I think, at one point in the lecture, it's not my main point, but it's a point that I'd like to pursue, that Warhol's films, let's say, are not just expanded in the sense of expanding out into the space of their exhibition, but they also expand, let's say, backwards into the space of their production as well. That we can understand the films as traces or perspectives on what Ara Osterweil, quoting Annette Michelson, talked about the Gesamtkunstwerk of the factory as a social space. So that the films seem, in the sense, to open onto their site of exhibition and production in very important ways. That's something we can talk about further. But I think maybe just to finish by just referring to the title of Douglas Crimp's essay, it's published in German in Texte zur Kunst, Getting the Warhol We Deserve. I feel like getting the Warhol we deserve is getting a Warhol who rethinks how film can be a pivot between the aesthetic and the social. That how film emerges out of such a conjuncture. It is inescapably tied to that juncture of the aesthetic and the social. But we do Warhol's films in their complexity damage when we try to leave them on the screen and reduce them to something called image. Yeah. Vielen Dank, Marc. Und ja, du hast den Anfang gemacht bei der ganzen Lecture, jetzt den Abschluss bei den Fazits, genau. Henning Engel.
Bevor ich zu meinem eigentlich oder zu dem Punkt komme, den ich in den Vordergrund stellen möchte, wollte ich noch zwei allgemeine Dinge anmerken. Das eine ist, was unsere Reihe, glaube ich, auch sehr schön gezeigt hat, ist, dass es heute möglich ist, Warhol in ganz anderer Weise zu verstehen als noch vor 15 Jahren, vor 20 Jahren. Das gilt nicht für jeden Künstler. Also wenn man das vergleicht, also Picasso oder Duchamp oder andere Großkünstler des 20. Jahrhunderts, da gibt es nicht diesen Zuwachs an Quellenkenntnissen, an Faktenwissen. Und das ist etwas, wo die Reihe darauf aufbauen konnte, glaube ich. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Das wurde durch verschiedene Dinge ermöglicht. Sicher durch das große Interesse der Queer Cultural Studies, die auf Warhol gerichtet haben, durch das Katalog-Resonné-Projekt von Kelly Angel und durch die neuerliche Verfügbarkeit der Filme. Es gibt verschiedene Faktoren. Und ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht. Und das kann man ganz deutlich sehen, also wenn man sich Text aus den 90er, 80er, auch aus den 70er Jahren anguckt, die Warhol als theoretisches Objekt schon behandeln. Da kann man eigentlich ganz schön dran sehen, wie so ein theoretisches Objekt eben doch nicht ohne quasi historische Quellenforschung irgendwie auch auskommt. Und das konnte man, glaube ich, auch in den Vorträgen ganz gut sehen. Ein zweiter Punkt, Urs, das muss ich jetzt doch mal ansprechen, ist die Interdisziplinarität. Ich glaube, dass die Reihe sehr schön gezeigt hat, dass man Warhol eben nicht einfach aus der Perspektive einer Disziplin verstehen kann. Es gibt irgendwie, egal wie man Disziplinen auffasst, es gibt natürlich irgendwelche methodischen Traditionen und so weiter in Disziplinen. Ich glaube, dass Warhol Kunstgeschichte, Filmwissenschaften und ich würde wagen zu sagen, auch eine ganze Reihe von anderen Disziplinen erfordert. Es ist wichtig, dass wir zusammenarbeiten in der Hinsicht. Ich glaube aber auch, dass jede Einzelforschung sich dem nicht verschließen kann. Das heißt, dass also Kunsthistoriker sich filmwissenschaftlichen Methoden nicht verschließen können und Filmwissenschaftler auch auf kunsthistorische Methoden, Erkenntnisse und so weiter, egal wie man das jetzt definiert, aber es gibt da natürlich schon Differenzen, zurückgreifen müssen. Das waren die beiden allgemeinen Punkte, die ich in den Raum stellen wollte zu der Reihe. Und dann habe ich versuche jetzt eigentlich etwas, was Vinzenz, Regine und Marc angesprochen haben, nochmal aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Ich werde auch erst wieder ein paar allgemeine Punkte nennen und dann auch nochmal auf auf eine Frage, die mich in meinem Vortrag schon beschäftigt hat, eingehen und versuchen, die vielleicht jetzt noch ein bisschen anders zu formulieren. Und das Problem ist, glaube ich, man könnte das schlagwortartig zu holzschnittartig, ich versuche das gleich ein bisschen auszuführen, als eine Frage zwischen der Offenheit von Kunst, also dem, wie es in die Lebenswelt ausstrahlt, wie das Produzieren von Kunst zurück auf die Leute in der Factory ausstrahlt, wie der Kinoraum aktiviert wird oder eben auch natürlich, wie Gesellschaft reflektiert wird im Kino oder in Warhols Filmen. Sehen also auf der einen Seite dieses offene Kunstwerk, auf der anderen Seite eben die Frage nach der ästhetischen Geschlossenheit. Und mein Verdacht ist, wir können darüber endlos diskutieren, werden wir auch, dass Warhol in diesem Punkt ambivalent ist und dass er beide Seiten ins Spiel bringt. Und das kann man an verschiedenen Punkten. Also wir haben uns konzentriert auf eine ganze Reise. Es ging bei Amy Torbin zum Beispiel um Zeitstrukturen. Es ging da um eine Spannung zwischen Bewegung, Stillstand, die sowohl in den Filmen als auch in den Gemälden vorkommt. Dann kann man das natürlich hermeneutisch auch betrachten. Also wir können da interpretieren. Warhol macht uns Angebote. Warhol zitiert einen ganzen Bildervorrat. Regine Pranger hat ja eben auch gesagt, also Warhol ist irgendwie auch Kunsthistoriker, natürlich, da kommt sowas vor. Angebot zur Schließung quasi. Also wir können die Sachen interpretieren, kriegen da was raus, quasi auch so eine Art Hermeneutik. Und dann kommt eben wieder die Gegentendenz, die Sachen sind offen, der Zufall kommt rein, Warhol geht weg mit seiner Kamera, trotzdem können wir natürlich irgendwie Bildkompositionen erkennen. Das gleiche gilt für die Frage nach Abstraktion oder Repräsentation. Ich möchte jetzt eigentlich mich eher konzentrieren auf die Frage,
Narration, Nicht-Narration. Also die werde ich nicht beantworten. Es geht nur darum, aufzuzeigen, es sind natürlich narrative Elemente drin, das haben wir alle gesehen. Es sind aber keine Narrationen im Sinne des Hollywood-Kinos, des Institutional Mode of Representation oder wie immer man das nennen will, sondern es sind das, was Ara Osterwahl als diese offenen Zeitstrukturen, diese Strukturen, die nicht auf einen Höhepunkt hinauslaufen, also gegen die ganze europäische Kunsttradition eben nicht auf einen Höhepunkt zulaufen, sondern auf, also Deleuze und Guattari hätten das im Anschluss an Gregory Bateson Plateau, auf so ein Plateau verharren, die eben einfach immer so weiterlaufen, die irgendwo anfangen, irgendwo aufhören, die aber eben nicht diese dramatische Struktur aufweisen. Und das ist etwas, und jetzt komme ich zurück zu einem Thema meines Vortrags. Es ging ja um Warhol in Los Angeles. Und Warhol ist da in Los Angeles unter anderem mit einer sehr wichtigen Figur zusammengetroffen, Wallace Berman. Einem Künstler, der wenig bekannt ist, der aber sehr einflussreich war für die Kunstszene in Los Angeles. Und Wallace Berman ist jemand, der hat auch in der Ferris Gallery vor Warhol schon ausgestellt, der im Prinzip irgendwann aufgehört hat, auszustellen. Er hat dann wieder angefangen, aber die Ausstellung stand irgendwie nicht im Zentrum. Der hatte so einen Zirkel von Freunden, also ähnlich wie die Factory, dann aber wieder ganz anders, die seine Kunst betrachtet haben, die sich ausgetauscht haben über Kunst. Die Kunst war eigentlich etwas, was eine soziale Funktion hatte. Die diente dem Austausch innerhalb dieser Gruppe. Er hat auch eine Zeitschrift rausgegeben, Seminar, wo er also quasi eine Saat sehen wollte von Ideen, die aber nie so konkret formuliert waren, sondern die eben wirklich sich in der direkten Interaktion mit Leuten, die er kannte. Die wurde auch nur verschickt an Leute, die er kannte. Also das war eine ganz geringe Auflage. Und er hat einen Film gemacht, Aleph. Nachdem seine erste Ausstellung quasi gescheitert ist, sie wurde von der Polizei wegen Obszönität geschlossen und das war dann auch im Prinzip seine einzige Ausstellung für lange Zeit. Dann hat er diesen Film gemacht, wo er ganz disparates Material verwendet, in ganz ähnlicher Weise wie Tarzan und Jane. Ich glaube, man muss das nicht eins zu eins als direkte Einflussbeziehung sehen. Was man aber zeigen kann, ist, wie er eben Home-Movie-Material, genau wie Warhol in Tarzan und Jane, also die sind ja da auch nach Los Angeles gefahren, Taylor Mead, die spielen mal irgendwelche Szenen, aber es ist irgendwie auch ein Home-Movie über eine Reise nach L.A. Und der Wallace Berman macht was ganz Ähnliches. Wallace Berman geht es ganz eindeutig darum, Kunst und Lebenspraxis völlig ineinander zu verschränken. Bei Berman ist das spirituell aufgeladen. Bei Warhol verkehrt sich das Ganze und Warhol dreht das Ganze um in eine Auseinandersetzung mit, wie Ara Osterwahl das sehr schön gesagt hat, mit der postindustriellen Kultur. Und ich glaube, da sieht man zwei ganz unterschiedliche Ausrichtungen von diesem Versuch, die Kunst irgendwie zu öffnen, also von dem autonomen Kunstwerk wegzukommen. Was bei Warhol sich aber, glaube ich, mit dieser Anlehnung an postindustrielle Kultur, also sein Zirkel ist eben nicht der Zirkel von Freunden, von Beatniks, die halt da rumhängen, kiffen und sich Kunst angucken oder auch nur Platten anhören oder sich Gedichte vorlesen, sondern ihm geht es um Produktion. Und durch die Produktion kommt wieder ein ganz anderer Aspekt damit rein. Und das ist genau diese Idee der ästhetischen Schließung. Natürlich sind seine Filme irgendwie auch Filme, die verkauft werden. Seine Bilder sind Bilder, die verkauft werden und die irgendwann dann eben im Museum hängen und wie quasi autonome Kunstwerke behandelt werden. Auch wenn sie auf der anderen Seite auch als Teil einer Lebenspraxis mal funktioniert haben. Aber sie sind auch dazu gedacht, unabhängig rezipiert zu werden. Und ich glaube, das ist etwas Entscheidendes. Und da kann man vielleicht auch, es ging ja immer darum, Ara Osterwahl hat das gemacht, Regine Prange hat auch gerade das kritische Potenzial von Warhol hervorgehoben. Und diese Kritik besteht, glaube ich, nicht darin, dass er jetzt tatsächlich irgendwie etwas angreift
und irgendwie vorstellt, wie könnte es denn besser sein. Das ist ja irgendwie ganz platt das Modell der klassischen Avantgarden. Also indem sie den Status quo angreifen, zeigen sie auch zugleich, wie es besser sein könnte. Wie sie das Sehen befreien könnten, was auch immer. Das macht Warhol überhaupt nicht. Er stellt es einfach hin und zeigt es. Und das steht so da. Und natürlich ist das erkenntnisfördernd, aber in einer anderen Weise, glaube ich, als das, was die klassischen Avantgarden machen. Ein Punkt abschließend noch, was aus meiner Sicht, was mir aber erst später aufgefallen ist, man in der Reihe noch hätte stärker thematisieren können, es kam in einigen Vorträgen vor, ist Warhol im Kontext des Underground-Films. Wir haben Warhol als einen Künstler. Also es geht ja in dieser ganzen Geschichte auch immer darum, und da würde ich, das würde ich auf jeden Fall so sehen, es geht natürlich um das Problem der Subjektivität. Und das Subjekt, Warhol als Künstlersubjekt, zieht sich da raus. Das ist aber mit diesem offenen Kunstwerk auch bei Wallace Berman schon verbunden. Das heißt, das Verschwinden des Autors quasi, ohne dass das so theoretisiert wird, das Subjekt, das irgendwo drin aufgeht. Mal positiv besetzt bei Berman in so einer Spiritualität, ambivalent bei Warhol aufgehen einfach in Produktionsstrukturen. Wir haben aber Warhol immer als trotzdem irgendwie, das ist auch in der Reihe so angelegt gewesen, als Künstler betrachtet. Und damit natürlich irgendwie durch die Hintertür doch wieder sowas wie Warhol, der das kreative Genie eingeführt. Das ist eine Perspektive, die man einnehmen kann. Aber ich denke, es wäre wichtig gewesen, Warhol stärker noch im Kontext des Underground-Films zu betrachten, dessen Galionsfigur er war, wo er aber zugleich auch immer Außenseiter war. Also diese Spannung, das wäre aber auch eine Frage, die man vielleicht einfach weiter noch bearbeiten könnte. Das habe ich. Vielen Dank, Henning. Ja, da haben wir ja den Stoff für ein drittes Semester gerade gehört noch. ich würde vorschlagen, wir beginnen, weil du zweimal darauf angesprochen hast und auch einige von euch vorher darauf eingegangen sind, zunächst mit der Frage der Rezeption. Oder möchtest du zuerst was anderes sagen? Aber ich fand, das wäre ein ganz guter Aufhänger, weil es haben auch viele gesagt, diese Aktivierung dieses Seeraums und eben auch, wie wir hier das gesehen haben, hat ja nochmal stark damit zu tun, wie diese Filme auch wirken. Das, was ich eigentlich sagen wollte, lässt sich da schon anschließen, weil Rezeption und Produktion in diesem Feld zusammengehören. Ich würde gerne einen Faden aufgreifen, der in gewisser Weise bei allen drei vorgekommen ist, nämlich die Frage nach der Produktion, die aber in einer ganz bestimmten Praxis, die hier auch mehrfach angesprochen wurde, immer intensiv verschränkt ist mit der Rezeption, nämlich das Home-Movie oder den Amateurfilm. Das ist eine Perspektive, die wir in dem ganzen Zusammenhang so bisher noch nicht verfolgt haben. Die Forschung zum Amateurfilm ist lange Zeit sehr stark soziologisch geprägt gewesen. Und zusammenfassend lässt sich mit dem Satz, der Sinn des Home-Movie besteht darin, Familie zu produzieren und nicht Filme. Und die Filme selbst sind als Artefakte vernachlässigbar. Das ist gewissermaßen ritueller, so also eine Technik de fête, wie Bourdieu das nennt, für die Fotografie. Man macht eben Filme, um den Familienzusammenhalt herzustellen. Es ist in gewisser Weise auch eine Möglichkeit für den Vater an der Familie überhaupt teilzuhaben, denn in der bürgerlichen Familie und der kapitalistischen Produktionsordnung ist er ja meistens abwesend und wenn er die Kamera in die Hand nimmt, dann gehört er auch dazu. Es ist möglich, das umzudrehen, wie das unter anderem Alexandra Schneider gemacht hat in ihrer Arbeit zum Amateurfilm und zu sagen, nee, das stimmt nicht, es geht nicht darum, Familie zu produzieren, sondern es geht darum, Filme zu machen. Man muss die Filme als Filme ernst nehmen und es geht auch nicht an, wie zum Beispiel Roger Audin sagt, zu sagen, die Home-Movies sind einfach gescheiterte Filme, sondern das Scheitern ist das zentrale Element dieser Produktionspraxis. Und das scheint mir eine Hypothese zu sein, mit der man diesen Faden des Amateurismus, der sich durch das Werk zieht, durchaus produktiv lesen kann und dann durchaus auch dem medienkritischen Gestus in gewisser Weise präzise auf die Spur kommen kann. Ich hätte zwei Dinge gesagt in Reaktion auf Regines Beitrag. Also Warhol ist nicht nur nicht Godard, er ist auch nicht Adorno und die Factory ist nicht Hollywood. Und ich meine das jetzt gar nicht so zugespitzt oder polemisch, wie das auf Anhieb klingt, sondern es scheint mir eine wichtige Unterscheidung
zu sein, über die Frage dessen, was Pop ist und wie sich das mit der Nobilitierung oder nicht der amerikanischen Populärkultur verhält, kann man auch noch ausführlich diskutieren. Als ausgebildeter Amerikanist, das ist meine Zweitqualifikation, würde ich davor warnen, die aus dem deutschen Urheberrecht des ausgehenden 19. Jahrhunderts entstandene Unterscheidung zwischen Hoch- und Populärkultur zu ungebrochen auf amerikanische Verhältnisse zu adaptieren. Das gibt es da so nicht. Es gibt eine Prätention bestimmter kultureller Eliten an der Ostküste darauf, die Hochkultur zu vertreten, aber das endet eigentlich meistens damit, dass die Leute dann in der populären Imagination als Witzfiguren auftreten. Es gibt einen schönen Witz: Ein Texaner geht nach Harvard, sucht die Bibliothek, trifft einen Herrn auf dem Campus und sagt: Excuse me, sir, could you please tell me where the library is at? Und dann sagt der andere: We at Harvard do not put the preposition at the end of the sentence. Woraufhin der Texaner sagt: Oh, excuse me, sir, could you please tell me where the library is at, asshole? Und das, würde ich sagen, ist ungefähr der Geltungsanspruch, der hochkulturellen Prätension in Amerika zunächst mal zugemessen wird. Was Warhol macht, ist eine Transgression des Adaptierens vollständig etablierter in Europa unter populärkulturellen Zeichen laufenden Inhalte in den Kunstbetrieb. Und das ist nochmal eine Transgression, die man vielleicht auch mal unter den umgekehrten Gesichtspunkten anschauen könnte. Aber worum es mir eben geht, ist den Amateurcharakter der Produktion ernst zu nehmen und das kritische Potenzial, medienkritische Potenzial des Amateurtuns. Nicht? Also da geht es um Verschränkung von Lebensform und medialer Praxis, aber es geht auch darum, mediale Artefakte herzustellen, die dezidiert nicht das Professionalisierungsniveau und die Formgestalt und so weiter von Hollywood haben, sondern die Elaborate eines Versuchs sind, Kino zu machen. Und das Kino auf diese Art und Weise, und das ist eben nicht nur eine Zurückweisung des dominanten Kulturapparates, sondern auch eine Appropriation, eine Umwandlung, ein sich nicht nur Kino machen, sondern das Kino zu seinem eigenen Kino machen. Und das schien mir ein Faden, den man auch noch verfolgen könnte, aber der jetzt, wie mir schien, in allen Beiträgen auch angelegt ist. Darf ich? Also da war jetzt sehr viel drin. Ich versuche mal bei dem Amateurhaften anzufangen. Also das bin ich ja völlig d'accord, dass das auch da eine große Rolle spielt. Ich habe es ja angesprochen, aber natürlich nicht in dem Sinne, dass jetzt diese Filme amateurhaft sind. Sie spielen, da bleibe ich dabei, dass sie höchst durchkomponierte Kunstwerke sind, die mit diesem dilettantischen Spielen genauso auch durchkomponiert. Genau, da gibt's ja, kann ich damit aussprechen. Genau das, was er ja auch mit den anderen Medien tut, macht er ja natürlich auch im Film. Also das passt eben genau, greift genau ineinander. Also das, was er mit der schönen Schrift und den vielen Rechtschreibfehlern seiner Mutter inszeniert und mit seinen Siebdrucken, die immer technisch eben nicht perfekt sind. Und also da wird ja immer diese Amateurqualität vorgeführt. Aber ich würde großen Wert darauf legen, dass es eben ein Vorführen dieser Amateurqualität und insofern eine Reflexion auf diese Amateurpraxis ist, die eben durch die neuen Technologien möglich wird und jedem sozusagen diese Verheißung gewährt, selber zum Künstler, zum Produzenten, zum aktiven Teilnehmer an Kultur werden zu lassen. Also das stellt er aus, aber das ist natürlich nicht zu vergleichen. Nee, ich muss das jetzt wirklich mal ausführen. Das ist nicht zu vergleichen mit jetzt einem Film, den ein Familienvater dreht. Und da verstehe ich dich auch inhaltlich nicht. Also ich glaube, wir sind da nicht so weit voneinander entfernt. Natürlich geht es darum, Filme zu drehen, aber es geht natürlich im Amateurfilm um Identitätskonstruktion. Also und genau das ist ja auch das Thema, das Warhol durch dieses Amateurthema anspielt. Also dieses: Ich werde gefilmt, also bin ich. Ne? Also das wir ja hier jetzt auch inszenieren. Ne? Also wir machen alles für die Aufnahme und sozusagen dieses Öffentlichwerden des Privaten hat diese utopische Dimension, aber es ist natürlich nicht eine gelebte Utopie. Ne? Es steckt da sozusagen dieser Befreiungswunsch drin oder dieser Wunsch nach Öffentlichwerden des Privaten, aber es ist eine falsche Erfüllung und um diese falsche Erfüllung, die Kulturindustrie
in ihren Produkten sozusagen uns offeriert. Um dieses Versprechen geht es, glaube ich, Warhol, aber doch mit einer ganz, mit einer zwar lakonischen und eben bewusst mit Zufälligkeiten arbeitenden Produktion, aber doch einer ganz klar durchgearbeiteten künstlerischen, mit ganz klar durchgearbeiteten künstlerischen Verfahren. Also es war ja auch gerade von Film zu sehen, wie er da bestimmte Methoden also auch immer wieder durchnimmt also gerade in den minimalistischen Filmen ist ja sozusagen die Herstellung einer Versuchsanordnung und immer dieses Verhältnis, das war der zweite Punkt von dir, Rezeption und Produktion. Also bei dieser Amateurthematik steckt ja eben diese Gleichzeitigkeit von Produktion und Rezeption drin, auf die ich auch in meinen Diskussionsbeiträgen immer hingewiesen habe. Mir scheint, dass wirklich in jedem Film dieses Verhältnis, dass die Akteure sowohl Konsumenten, ne, Rezipienten eben einer der vielfältigsten Medienindustrien sind und eben als Konsumenten eben auch agieren, also zu Schauobjekten werden. Also um nochmal auf Paul America zu kommen, er liest, er schaut Bilder an, er hört Musik und gleichzeitig ist er Schauobjekt für dieses Paar, das ihn dann am Strand beobachtet. Ne? Also diese ständige Identifizierung ist, glaube ich, gegeben mit diesem Amateurthema, und dass die Factory Hollywood ist, habe ich eigentlich nicht gemeint, aber es ist sozusagen eine Konkurrenz natürlich und eine Bezugnahme da. Und für mich ist, natürlich ist er nicht Godard und hat eine andere Filmsprache, aber es geht eben auch um dieses Thema des Narzissmus, der ja viel in Verbindung gebracht worden ist mit Avantgarde, auch mit der postmodernen Avantgarde, gerade eben dieser primäre Narzissmusbegriff von Lacan, an Freud orientiert, der ist bei Godard wie bei Warhol schlagend und auch ganz banal immer in dieser sich kämmen, in diesem unaufhörlichen sich kämmen der Figuren. Also ist eine auch bildsprachlich eine ähnliche Metapher gewählt, um diese Selbstbezüglichkeit, also auch dieses Nicht-Gelingen von Kommunikation, ganz wichtiges Thema bei Godard, die Leute kommen nicht zusammen, es gibt immer nur Interviews. Es ist ein, das Erotische ist eben nicht eine Schließung, sondern es ist immer sozusagen eine Beziehung auf sich selbst da und sozusagen nur die Spiegelung. Aber jetzt höre ich mal auf. Erst Reaktion von Vinzenz, dann Henning. Ja, nur einen kurzen Nachsatz. Gewissermaßen auch ein bisschen in Umkehrung der heuristisch gemeinten Formulierung, die Factory ist nicht Hollywood. Wir sollten nicht vergessen, dass der Kunstbetrieb, wenn wir denn am Begriff der Kulturindustrie festhalten wollen, Teil der Kulturindustrie ist. Der Kunstbetrieb produziert Kunstwert, der sich in Verkaufspreisen abbildet. Und Warhol weiß das natürlich. Also seine Kritik ist mindestens ebenso sehr eine Kritik des Kunstbetriebs, den er souverän beherrscht und bespielt, wie auch der Kulturindustrie. Zu dem Versprechen des jeder kann Künstler sein, da kommt dann eben genau das Paradox dieser Wertproduktion der Kunstindustrie tritt zutage. Wenn das Versprechen ein Versprechen sein soll, dann kann es am Ende nicht nur der Künstler sein, der dieses Versprechen leben kann und einlösen kann, sonst ist es in gewisser Weise eine Ausschlusshandlung und ein Verbot. Das ist eine Aporie, aber die scheint mir hier gegeben, nicht? Also der Familienvater, der einen Film macht, da muss man dann dieser Versprechenslogik entsprechend zunächst mal erklären, weshalb das dann nicht zählt. Ich wollte jetzt zu dieser Amateurfilmdebatte nochmal einfügen, dass auch da natürlich ganz wichtig ist, eigentlich um das ein bisschen konkreter zu machen, sich tatsächlich den Kontext des Underground-Films nochmal anzugucken, wo natürlich genau sowas ganz wichtig war, schon vor Warhol. Warhol hat diese ganze Sache nicht erfunden. Man kann sagen, mit Ken Jacobs, Jack Smith, Bob Fleischer, Vernon Zimmerman und so Leuten geht das. Baron Hamid. Der Kurzfilm. Ja, natürlich. Der Rhetorik von Jonas Mekas gewinnt das eine ganz besondere Qualität. Es gibt natürlich schon Maya Darren hat ja schon in den 40er Jahren im Prinzip nicht nur Aufsätze geschrieben, immer quasi Experimentalfilme als Amateure, sondern sie hat auch
in Amateurfilmzeitschriften publiziert und sie war nicht die einzige. Und Experimentalfilme haben an Amateurfilmwettbewerben teilgenommen und so weiter. Die Konnotationen dieser ganzen Geschichte verändern sich Anfang der 60er. Und da ist eben passiert tatsächlich was, dass also Leute wie Jonas Mekas diese ganze Geschichte rhetorisch aufwerten und sagen, das ist, und da sehe ich auch eine Spannung und auch eine Aporie. Natürlich ist es der Amateurfilm und das Scheitern gehört dazu. Und Jonas Mekas sagt, es ist uns doch völlig wurscht, wie unsere Filme aussehen. Wie sagt er, was interessieren mich Filme, wenn Man's Soul Goes Rotten oder sowas. Auf der anderen Seite sagt er aber auch, das, was wie Sie da sehen, ist das New American Cinema. Also eben doch wieder der Bezug auf Hollywood. Das ist eben eigentlich das New American Cinema. Das Old American Cinema ist Hollywood. Und hier kommt jetzt das New American Cinema und das ist eben Amateurfilm. Also ich glaube, da könnte man das einfach, also ich glaube, da sieht man, wie wichtig es ist, diesen Kontext auch einzubeziehen. Vielleicht nur kurz an zwei Sachen zu Amateur. Es ist immer schwierig, Warhol zu zitieren, um sein Argument kräftiger zu machen, weil man kann fast alles dort finden, außerhalb, dass er würde nie seine Filme als nicht queer bezeichnen, glaube ich. Aber da weiß ich nicht. Aber Warhol hat natürlich seine gesagt, dass mit Chelsea Girls und der Erfolg von Chelsea Girls und dass es zirkuliert hat in der Welt und Geld verdient hat, dass dann das war das Ende der Zeit, dass er Filme gemacht hat, nur die Filme. We stopped making films just to make them. And er beschreibt auch in dem Sinn alle die Filme, die, glaube ich, wir alle als Warhol-Filme bezeichnen würde, nämlich die Filme, bevor er angefangen hat, Paul Morrisseys Filme zu produzieren, bevor er von Valerie Solanas angeschossen wurde in 68. Alle diese Filme hat er gemacht aus Home-Movies, hat er selbst auch gesagt, in dem Sinn vielleicht Amateur, wenn man will. Und in dem Sinne, ich stelle das nur als Frage oder nur zur Klarifikation, vielleicht mehr von Henning auch zu hören, die Filme dann aus Produkte, dass dann in Endeffekt die Filme waren gemacht, um verkauft zu werden, würde ich gerne ein bisschen mehr hören, weil ich denke, in der heutigen Welt, und auch wenn wir in einer Zusammenarbeit mit so interdisziplinärer Diskussion mit Filmwissenschaft und Kunstwissenschaft heute darüber diskutieren, muss man das ganz klar historisieren, dass diese Filme waren nicht aus Editionen in Galerien zu finden. In dem Sinn, und auch, dass Warhol die meisten seiner Filme nicht entwickelt hat, nicht gezeigt hat, nur gemacht hat und zurückgelegt hat. Und in dem Sinn stelle ich mir die Frage, inwiefern können wir diese Filme wirklich aus Vollendung eine Produktionsprozess verstehen, im Sinne von der Art antikapitalistischer Strömungen, die hier gerne dann angedeutet wird. Inwiefern sind sie dann Produkte, die verkauft worden sind, weil sofort, als die Filme Geld verdient haben, hat er aufgehört, die Filme zu machen, die wir als Filme verstehen. Und in dem Sinn habe ich das Gefühl, wir müssen dann irgendwie anders über diese Filme reden, als die als Produkte beschreiben. Und das für mich ist Neues. Natürlich ist er Maler und da kann man wirklich wahnsinnig viel sagen. Und wir hören oft in die Kommentare von Regina so ein tiefes Verständnis von so Motivgeschichte und sowas. Das hilft uns dann, die Bilder zu verstehen. Für mich persönlich hilft das mir nicht, die Filme in ihrer Komplexität als audiovisual vorgeführte theatrale Events zu verstehen. Und dann letzter Punkt, und auch, es ist einfach für mich sehr schwierig zu hören, ständig so eine Art, irgendwie, ich habe das angesprochen bevor, so irgendwie diese Wegdenken der Körperlichkeit, der Rolle der Performance von, lass uns sagen, Drag-Performers bei Warhol, lass uns sagen, Mara Montez, der einzige Drag-Performer bei Warhol, in die Filmen,
die wir aus Filmen verstehen, ihn irgendwie plötzlich aus Bild wegzudenken, die alle irgendwie Gender Performance als Allegorie zu sehen, immer so ein Weggucken von der Arbeit der Transgender Performer, von der Arbeit, die Warhol anerkannt hat, die ein Drag Queen leisten muss, um seine ihre Performance zu schaffen. Die sind so mehr Gedanken. Bevor Henning und Regine antworten, will Henning zum Produkt zuerst und dann, ich denke, wird Regine noch reagieren. Dann gibt es danach auch die Möglichkeit, wenn Sie mir ein Zeichen geben, dass Sie dann auch in die Diskussion mit eingeschaltet sind. Und dann komme ich mit dem Mikrofon zu Ihnen. Aber ich würde ganz schnell antworten. Natürlich hast du recht, die meisten Filme sind weggekommen. Das ist im Prinzip der Wallace Berman-Mode. Die Filme, die gemacht werden, die Teil einer künstlerischen Praxis sind, die aber irgendwie nicht unbedingt ausgestellt werden müssen. Aber natürlich, und da hilft, glaube ich, auch wieder der Underground-Kontext, ist Warhol der Einzige, der überhaupt den Kunstmarkt bespielt, der seine Filme machen kann, weil er seine Gemälde verkauft, der natürlich das im Hinterkopf hat. Und der dann auch aus der Filmmakers Cooperative aussteigt und seine Filme anders verleiht. Nach Chelsea Girls. Nach Chelsea Girls, genau. Also nach dem kommerziellen Erfolg quasi. Und ich sehe da eher, ich würde das jetzt nicht, also ich würde das als Spannungsverhältnis sehen, das interessant ist und das, glaube ich, aufschlussreicher ist, als wenn man sagt, das sind jetzt wirklich nur Produkte oder als wenn man sagt, das ist jetzt nur was, also ein Werk der Liebe quasi, also Amateurfilm, den er zum Spaß irgendwie macht. Also das, ich würde das als interessantes Spannungsverhältnis sehen, auch aus dieser Geschichte. Das ist ja das, was ihn auch von dem Underground von ganz vielen anderen unterscheidet, die irgendwie von Jonas Mekas Geld kriegen, damit sie Filme machen können. Also wie passt denn dazu, dass er dann Fernsehen gemacht hat? Ich sehe da jetzt irgendwie kein Problem, dass er Fernsehen macht aus so einer Haltung heraus. Okay. Also das kann er doch auch machen, also so wie er eben auch Filme macht. Also ich sehe da jetzt keinen, also das ist kommerziell, ja gut, aber das gehört ja zu seinem Werk dazu. Es muss ja nicht sein, dass die Spannung da noch besteht. Also die können ja auch einfach wirklich rein kommerzielle Sachen dann sein. Das sehe ich jetzt nicht. Ich hab nur eine kurze, gewissermaßen handwerkliche Nachfrage an die beiden Kunsthistoriker. Gibt es einen Fachbegriff für den zumeist überwiegend veröffentlichten Teil eines Werks? Die allermeisten bildenden Künstler fabrizieren Tag und Nacht und hören auch nie damit auf. Ich weiß das aus eigener Anschauung. Und stellen aber immer nur einen Bruchteil dessen, was sie produzieren. Wenn wir jetzt Warhols filmisches Oeuvre hier diskutiert haben, haben wir immer nur einen gewissermaßen die kanonischen Arbeiten diskutiert, ein paar Entdeckungen, und es gibt buchstäblich hunderte von Rollenfilmen, die noch nicht zugänglich sind oder nicht zugänglich sind und möglicherweise, weil die Mittel limitiert sind, nie zugänglich sein werden. Wie geht man mit dem eskamotierten Teil eines Werks in der Kunstgeschichte um? Was hat das für einen Status normalerweise? Gerade wenn man von Gesamtkunstwerk spricht. Kann ich so nur Point of Information auch, weil nur zur Information, correct me if I'm wrong, Henning, aber Warhol, wenn wir sagen bis Chelsea Girls, Warhol hat über 500 Filme gemacht. Und nachdem er bemerkt hat, dass er kommerzieller Erfolg hat, hat er von den Filmen, die ich als noch Warhol-Filme verstehen würde, hat er vielleicht 5 oder 6 oder 7 gemacht. So in dem Sinn, nicht nur der Größenteil, aber fast alle Warhol-Filme waren nicht aus Produkte in ihrer historischen Zeit von ihm verstanden worden. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann willst du darauf hinaus, dass er diese Filme nicht als Werke autorisiert hat?
oder so. Und auch nicht behandelt, ja. Und deshalb sozusagen von uns auch nicht als Werke, als geschlossene Werke zu behandeln sein, sondern, und dieses Sondern verstehe ich nicht, ne? Also inwiefern das sozusagen dann dafür spricht, sie als Expanded Cinema zu verstehen. Also warum das zwangsläufig sozusagen dahin führt, habe ich einfach nicht verstanden. Also warum man die dann sozusagen dem zuordnet, was mir auch einfach materialiter, also als sozusagen vom Medium her nicht einleuchtet, weil wie du ja vorgetragen hast, ist das Expanded Cinema dann eben nicht beschränkt auf die Medienspezifik des Films, sondern ist durch den realen Ort und also die Pluralität auch von Screens sozusagen definiert. Und ich habe Schwierigkeiten jetzt, den Punkt zu sehen, warum man Medienspezifik aufgeben soll als Thema von Warhols Filmen und darüber hinaus auch noch den Werkcharakter sozusagen aufgeben soll, nur weil er sozusagen da etwas zurückgehalten hat oder auch das Interesse verloren hat. Amy Tobin hat ja darüber gesprochen und es so kommentiert, dass er da einfach das Interesse verloren hat und dann eben andere Sachen gemacht hat und dann sind die liegen geblieben und dann wurden sie wiederentdeckt und restauriert und sind jetzt erst so wirklich der Erfahrung zugänglich. Also ich hätte kein Problem jetzt nun mit dieser Vorgeschichte trotzdem als Werk. Also sicherlich ist das auch bei bildenden Künstlern der Fall, dass dann wieder Werke auftauchen, von denen man nichts gewusst hat, die aus irgendwelchen Zufällen heraus, vielleicht nicht unbedingt deshalb, weil der Künstler selber sie zurückhalten wollte, aber... Der tote Winkel, in dem die Fälscher operieren. Ja, das ist ja nochmal ein anderes Problem, aber also ich meine, das ist, glaube ich, auch ein methodischer Aspekt. Ich würde nicht, weil er sich selbst nicht in die Zirkulation gegeben hat, ne, in Abrede stellen, dass es sich um Produkte, um Kunstwerke handelt, sondern für mich ist die Produktion sozusagen des Künstlers, und die ist ja unstrittig. Es ist jetzt ist jetzt offensichtlich nicht strittig bei den Filmen jedenfalls, die wir gesehen haben, dass er selber die gemacht hat, ne, oder verantwortet hat als Künstler. Und das ist für mich sozusagen die entscheidende Dimension. Das ist dann ein Kunstbegriff, der jetzt von der Produktion her gedacht ist. Dieses andere Argument mit queer und also die Szene, sozusagen die Performativität der Filme, also ich lasse die nicht verschwinden, das kann man natürlich nicht machen, ne? Auch die Körperlichkeit, die wichtig ist, und natürlich ist es etwas, was die Filme auszeichnet. Das kommt tatsächlich im übrigen Werk, ist es ja von einigen Porträts abgesehen, kommt ja dieses Factory-Leben in dem Sinne nicht. Und insofern die Lebenswelt. Aber ich sehe trotzdem nicht, warum sozusagen diese Thematisierung oder dieses Stück weit natürlich Dokumentation oder Verwertung sozusagen seines eigenen Kontextes, warum die sozusagen ein Grund dafür sein soll, jetzt dieses filmische Werk sozusagen diesem eine Sonderstellung zu geben und zu sagen, das fällt aus dem übrigen künstlerischen Werk raus. Das war so ein bisschen Vincents Argument, dass er eben, dass das eine abgeschlossene Phase ist und so. Also ich denke eben nicht. Ich denke eben, er arbeitet mit seinem sozialen Umfeld und mit diesen Personen und auch mit dieser bestimmten Selbstinszenierung, die ja nun gerade die Drag Queen in dieser Imitation von Geschlechterrollen, ne, besonders der weiblichen. Und die Kreation. Und dann ist natürlich, wird da ein Schauspiel und eine Arbeit abgeholt, aber sie wird, das ist ja nun mal ein Argument, in einen größeren ästhetischen Kontext eingebunden, in eine Problematik eingefügt, die für meine Begriffe eben da nochmal drüber steht. Aber das ist natürlich eine andere Perspektive. Ne? Also, darf ich ganz kurz einen Satz, also ich würde auch zu dem Status dieser Filme, die nicht restauriert sind, die einfach im Regal gelandet sind, schon einfach ein Beispiel. Ich glaube, die haben einen anderen Status als der Fußboden in Jackson Pollocks Atelier. Ja, der ja mit Farbklecksen übersät ist, die genau aussehen wie ein Jackson Pollock. Nee, das ist völlig also das ist ein ganz anderer Frage. Status. Das ist keine Frage. Wir haben eine Frage aus dem Publikum. Aber drei kurze Anmerkungen. Ich würde nicht sagen wollen, dass das eine abgeschlossene, das filmische Oeuvre eine abgeschlossene Phase notwendigerweise ist. Und wie Mark gesagt hat, man kann aus Warhols reichem Zitateschatz alles und sein Gegenteil fast rauslesen. Fast. Ähm,
Aber es gibt offenbar einen Moment, wo er sich für die Potenziale, um es seelisch auszudrücken, des Kinos in besonderer Weise interessiert. Und da ist für mich die Frage, welches diese Potenziale sind, wie man das dann noch in die Werkbiografie genau eingliedert, ist nochmal eine andere und in der Tat eine wichtige Forschungsfrage. Ich habe jetzt beim Zuhören plötzlich an Etienne Suriot denken müssen, den zu Unrecht vergessenen französischen Philosophen, der allerdings ein Klassiker der Filmwissenschaft ist, dessen philosophisches Zentralkonzept... Was? Nicht vergessen ist. Ja, okay, aber die Kunsthistoriker kennen ihn auch. In der Philosophie völlig vergessen. Dessen philosophisches Zentralkonzept, das schwierig zu übersetzen, Begriff der Instauration ist. Man kann es als ins Werk setzen übersetzen. Und die Filme sind Akte des ins Werk setzens. Also das, was machen, was produzieren. Und das kommt aufs Produkt dann so wahnsinnig gar nicht mehr darauf an, sondern das, worauf es offenbar ankommt, war das Machen selbst. Das ist genau das, was dort, wo dann Suriot das kunstphilosophisch wendet, dieses Instaurationskonzept in dieser Weise meint. Und der letzte Punkt betrifft die nachträgliche Bewertung. Es gibt ja diesen gewaltigen Streit, ausgelöst eigentlich von der Warhol Foundation, über die Authentifizierung der Gemälde, wo die Warhol Foundation plötzlich mit einem ganz konservativen Konzept von Autorschaft operiert und sagt, Warhol ist nur etwas, wo Andy selbst angelegt hat. Und da werden jetzt plötzlich aus dem Katalog Raisonné Bestände von Gemälden eliminiert, die dann also über Nacht an Millionenwerten verlieren, die vorher als authentische Warhols gewonnen haben. Ich will nur darauf hinweisen, dass was wir hier machen, auch sowas wie retrospektive Wertattribution sind, aber das ist eine notwendige Arbeit und als Künstler muss man immer damit rechnen, dass einem das passiert, dass dann plötzlich vier Leute hier sitzen und so eine Arbeit tun. Ja. Frage. Ja, vielen Dank. Also zwei Anmerkungen, zwei Fragen hätte ich, um nochmal ein bisschen globaler zu werden. Zum Abschluss, also erstmal vielen Dank nochmal für die Reihe auch. Ich fand das sehr fruchtbar und gewinnbringend und wollte mich auch nochmal bedanken. Also einmal, das ist schon angeklungen, für die Projektion, dass wir die Kopien aus New York hier hatten und nicht nur im werkgetreuen Format, sondern auch der entsprechenden Geschwindigkeit sehen durften. Das war aus Zuschauersicht ein großer Anreiz, hierher zu kommen. Der zweite Anreiz war, dass das Ganze immer geframed war durch eine Einleitung, einen Vortrag und eine, wie ich sehr fand, lebhafte Diskussion. Die zwei Fragen, die ich hätte, das eine, ein persönlicher Zugang sozusagen, wo mich jetzt die Sicht sowohl aus der Filmwissenschaft als auch aus der Kunstgeschichte interessieren würde. Es ist angesprochen worden von Urs Spörre und von Vincent Zediger, die Aufführungssituation hier in diesem Saal. Was für überraschende Reaktionen gab es denn da aus Ihrer Sicht? Also wir haben das alles hier zusammen erlebt und gab es da vielleicht bestimmte Publikumsreaktionen, die Sie besonders unerwartet vorgefunden haben oder die bemerkenswert sind, jetzt vielleicht auch um das, was hier heute nochmal angeklungen ist, weiter zu tragen. Das würde mich interessieren, sozusagen von den unterschiedlichen Fachperspektiven auch aus. Und das zweite wäre, um nochmal auf den Titel zurückzukommen, Easier Than Painting. Warum ist denn das filmische Werk so in Vergessenheit geraten und so zweitrangig behandelt worden? Welche Erklärungen haben sich in der Beschäftigung in den letzten 10 Monaten da nochmal herausgeschält im Vergleich zum bildnerischen Werk? Ja, Henning fragt, ob ich da auf die letzte Frage antworten. Ich will auch gerne eine Frage stellen, nämlich, dass ich finde, das Wort queer wird dann benutzt hier, aber ohne definiert zu werden. Und da würde ich gerne, weil ich weiß nicht genau, was du mit queer meinst, wenn du von queer sprichst. Können wir gerade noch auf die Frage zuerst antworten? Ja, aber das ist so eine Geschichte-Politiker-Geste, dass man erstmal seine eigene Frage stellt, bevor man dann auf die Frage. Nicht, dass ich Politiker bin, aber ich versuche das immer zu üben. ich meine, da finde ich, wäre es wirklich sehr interessant, mit Kunstwissenschaftlern darüber zu reden. Warum sind die Filme so in Vergessenheit geraten? Es gibt verschiedene Gründe, vielleicht skizziere ich nur kurz die mir sofort einfällt, aber zu
ersten hat Warhol dann, wie wir vielleicht gesagt haben, oder einige, die Firma selbst aus der Zirkulation rausgenommen in 1972. Alle seine frühen Filme, fast alle, weil er wollte die kommerzielle Wert, der kommerzielle Wert seiner neuen Filme ersteigen. So die Idee, wenn sie nicht da sind, dann werden die Leute auf die Filme jetzt greifen, die ich jetzt mache, nämlich die Filme, die ich nicht selber drehe, sondern die Filme, die ich produziere für Paul Morrissey und andere Regisseure. Das ist eine klassische Hollywood-Strategie. Ja, das alles passierte, nachdem er erschossen worden ist, um diese biografischen, historischen so Teil reinzubringen. Das ist so ein Grund. Und dann 10 Jahre später hat John Hanhart von den damals Guggenheim Museum, glaube ich, Warhol angesprochen und sagte, hey, alle diese Filme würden wir gerne restaurieren. Und da fing dann ein großes, kompliziertes Restaurierungsprojekt an. Warhol hat zugesagt und so eine Recherche, ein Restaurierungsprojekt, was immer noch angeht. Aber eine andere Frage, finde ich, hat was mit der Kunstgeschichte zu tun, nämlich die Abwertung von Film in der Kunstgeschichte. Und die Tatsache, deswegen ist es sehr schön, dass wir hier zusammenarbeiten, weil es ist historisch nicht so der Fall, dass Film als ernst genommenes Objekt von Kunstwissenschaftlern wahrgenommen wird. Und es passt auch zu einer Art, ich weiß nicht, da muss man diskutieren über wie Warhols zum einen die Filme, wie wir sehen, sehr unterschiedliche Perspektiven, sind schmutziger, komplexer als die Bilder, finde ich. Die sind immer noch meiner Meinung nach nicht so leicht einzubetten in eine Geschichte der Malerei. Filme sind nicht nur Bilder. Und Warhol hat so viele Facetten diese Tatsache untersucht in seine Filme. Und ich glaube, das zum einen, ich glaube zum anderen, und ich spreche das nicht so gerne oft aus, aber ich glaube zum anderen spielt Homophobie eine Rolle, muss ich sagen, weil Warhols Filme so eindeutig die sexuelle und Gender Diversität seines Umfeldes dokumentieren. Wenn sie auch andere Sachen machen, natürlich, die sind ästhetische Objekte und aber das machen sie. Das haben wir oft hier gehört, das haben wir sogar von Michael Lutti, Kunstwissenschaftler, auch gehört, natürlich auch Regine Prange. Und es ist, ich kann das nicht jetzt sofort belegen, ich habe nicht die Texte, aber ich bin 100% sicher, dass das wirklich eine Rolle gespielt hat in die Abwertung dieser Filme aus Kunstobjekte. Dass wenn man guckt auf die Tastemakers in New York, die Leute rund um October Magazine, die dann die Warhol lobt, irgendwie waren die Filme waren schmutzig, nicht nur weil die so gemischte mediale Formen sind, aber auch, glaube ich, weil sie einen Blick auf Warhols Welt angeboten hat, was nicht so leicht zu vereinbaren waren mit dem Bild dieses Künstlers, die sie aufgebaut haben und die eigentlich ihr Künstlerbild in Frage gestellt hat. Warum malt Warhol Marilyn Monroe? Sie ist nicht ein Campbell Soup Can Objekt. Warum malt er warum malt er Elizabeth Taylor? Was spielt schwule Fanworship für eine Rolle in seiner Entscheidung? Es gibt einen sehr gewissen Blick auf amerikanische Massenkultur. Und wenn man seine Filme sieht und das dann einfaltet wieder in seine Perspektive oder sein Künstlerbild, muss man sehr komplex ein anderes Bild haben. Anyway, so ich glaube zum einen historisch, zum anderen Psycho. Um das so provokativ vielleicht zum Ausdruck zu bringen. Eine Frage an die Kunsthistoriker auch. Willst du?
Also jetzt nochmal zur Zweit- oder Erstrangigkeit der Filme. Das fand ich sehr plausibel wahrscheinlich. Also ich kann das gar nicht beurteilen, aber dass sozusagen dieses Schmuddelige der Filme wahrgenommen worden ist und sozusagen zur Abwertung geführt hat, zunächst abgesehen davon, dass sie einfach nicht zugänglich waren wohl. Das mag wohl eine große Rolle gespielt haben. Ob man jetzt dann rückblickend trotzdem sagen muss, das ist sozusagen der eigentliche künstlerische Output von Warhol, soweit würde ich jetzt mal meinerseits nicht gehen, aber ich würde das doch war sehen, ja auch einfach unser Marketing-Trick. Aber natürlich habe ich die mit besonderem Interesse gesehen und sind sie natürlich viel frischer und erscheinen erstmal unheimlich radikal, auch gegenüber den jetzt so oft gesehenen Marilyns und so weiter und den Suppendosen. Die sind sozusagen etwas abgenutzt durch den Gebrauch, aber trotzdem werfen dann rückwirkend, würde ich mal sagen, diese Erfahrung der Filme erlaubt noch mal ein anderes Verständnis oder auch noch mal eine Einsicht in die wirkliche Komplexität und die Multimedialität jetzt von Andy Warhol, die mir gar nicht so klar war in der Dimension, auch als wirklich jetzt als genuines Verfahren, dass er wirklich bewusst sozusagen mit verschiedenen Methoden und Techniken und Gattungen und arbeitet sozusagen, um diesen gesellschaftlichen Mediengebrauch zu thematisieren und zu reflektieren. Und also so könnte ich das beantworten. Jetzt zu besonderen Publikumsreaktionen habe ich jetzt so keinen roten Faden. Es war einfach ein sehr, sehr lebhaftes und aufgeschlossenes Publikum, immer diskussionsfreudig, und es hat sehr großen Spaß gemacht und es hat immer Aufschluss gebracht. Und also es war sehr erkenntnisreich einfach, die Diskussion. Ich würde gerne auch noch zu der Frage nach Kunstgeschichte und Film antworten. Vielleicht muss das ja nicht unbedingt auf YouTube dann veröffentlicht werden. Mir fällt nämlich auch nur eine sehr polemische Antwort. Das kann man doch noch schneiden, oder? Ja, klar. Polemische Antwort. Hätte Warhol geschnitten. Lass die Homophobie-Aussage, bitte. Also, ich würde schon... Also ich sage doch auch noch was Schlimmes, das bleibt. Nein, Marx, das ist gar nicht so schlimm. Aber ich würde Marx' Argumenten schon zustimmen. Nur man kann natürlich eine ganze Reihe von solchen Beispielen finden. Und es ist natürlich ein großer Schaden für die Kunstgeschichte, dass sie sich nie ernsthaft dem Film angenommen hat. Das ist ganz klar. Und das liegt, glaube ich, zum großen Teil daran, dass sie einfach irgendwo, trotz aller tollen Konzepte, die da irgendwo draufgesetzt werden, einem Kunstbegriff des 19. Jahrhunderts verhaftet ist. Und einem bürgerlichen Kunstbegriff, der dummerweise auch noch wunderbar zu dem Kunstbegriff passt, der im Kunstmarkt irgendwie verwertbar ist. Also Objekte, die man verkaufen kann. Und das spielt natürlich schon eine Rolle für diese Nichtbeachtung des gesamten Mediumsfilms. Also nicht nur Experimentalfilm. Man kann Beispiele auch anführen. Fotografen, Maler, Charles Sheeler, Paul Strand. Es gibt Monografien zu denen, jede Menge. Deren Filme werden so gut wie nie behandelt. Manhattan, ein Film, den man irgendwie als Avantgarde bezeichnen kann, noch am ehesten. Paul Strands ganzes Werk aus den 30er Jahren. Seine gesamte Arbeit für die Film- und Fotoleague ist ausgeklammert. Der ist nicht Kunst. Und obwohl die natürlich ästhetisch höchst interessant ist und so. Und das ist also einfach ein großer Schaden, den die Kunstgeschichte sich da selbst zufügt. Ja, gut. Also zwei Dinge. Es gehört zu den Standortvorteilen Frankfurts eben nicht nur... dass es hier das Filmmuseum gibt, sondern auch eine Kunstgeschichte, die sich mit Film beschäftigt. Aber ich würde das jetzt noch ein bisschen zuspitzen, und ich kann mir das ja leisten, und würde vom kulturhistorisch-kulturindustriellen Komplex sprechen, also kunsthistorisch-kulturindustriellen Komplex, bei dem es um Wertproduktion geht. Das Problem bei Filmen ist, dass sie schwer sammel- und handelbar sind. Und man muss zuerst Formate finden, wie diese Werke überhaupt in ein Format gebracht werden können, damit jemand dafür 500.000 Euro ausgeben kann. Nicht? Reiche Leute sagen gerne, es ist so schwierig, Geld auszugeben. Und wenn sie Filme sammeln wollen, dann ist es wirklich echt schwierig. Denn da müssen sie irgendwie eine limitierte Edition herstellen. Und wie zertifizieren sie das? Es ist total einfach, doch noch eine Kopie herzustellen. Wie setzen sie das durch? Es gab das Problem von Cremaster Matthew Barney.
der ist in vieler Hinsicht ein Problem, aber es gab das Handelsproblem, das darin bestand, dass der von vornherein diese mit Bollywood-Production-Produzierten Filme für den Kunstmarkt produziert hat, in limitierten Editionen von 6, die dann für 200.000-300.000 Dollar verkauft wurden, und dann gab es plötzlich eine DVD-Edition. Panik unter den Sammlern. Was machen wir jetzt? Nicht? Und ich finde, eine der Lehren, die man ziehen kann aus dieser Veranstaltung, und da sind wir uns, glaube ich, einig, ist, dass die Radikalität von Warhol darin besteht, dass er sich mit diesem filmischen Oeuvre der Verwertbarkeit durch den Kunstmarkt in gewisser Weise entzieht und dass er sich uns daran erinnert, dass diese Apparatur des Zugriffs auf Werke mit den Instrumentarien eines Autorenbegriffs des 19. Jahrhunderts einfach unter diesen Medienbedingungen so nicht mehr funktionieren kann. Und diese Instaurationsgeste des Produzierens von 500 Filmen, von denen der größte Teil dann nicht weiterentwickelt wird, aber es sind Warhols, finde ich unter diesem Gesichtspunkt eine der gewaltigsten Rebellionsgesten, die man sich vorstellen kann. Spielt vielleicht auch seine eigene Einschätzung des Ganzen eine Rolle? Ich meine, diese Filme wurden ja nicht in Kinos aufgeführt lange Zeit, sondern die waren dann bei Velvet Underground im Hintergrund gelaufen. Die waren ja nicht als reine klassische Filmvorführung gedacht. Hängt das damit eben zusammen? Ja, also frage ich mich halt, würde er jetzt, wenn er das hören würde, oder vielleicht tut das ja, würde er aufschreien, vielleicht weil er das nie gewollt hat? Ich meine, das ist natürlich immer die Frage an die, die es dann wissenschaftlich aufarbeiten. Ist das, oder ist da wirklich diese Trennung zwischen den Kunstwerken, den Bildern und den Filmen, die er gemacht hat, so vorhanden auch? Also bei Chelsea Girls hat er davon geträumt, den kommerziellen Durchbruch zu machen und täglich darauf gewartet, dass aus Hollywood jetzt endlich der Anruf kommt und er dann jedenfalls sagt er das. Es ist eine artikulierte Fantasie. Ich würde die Trennlinie nicht so scharf machen, aber etwas, worauf ich hinweisen würde, ist dies. Wenn wir diese Filme hier so aufführen, in diesem Format, mit diesen Rahmungen, mit einem Publikum, das bereit ist, sie offen anzuschauen und sich darauf einzulassen, dann beweisen wir damit die Virulenz der Arbeiten, aber wir machen auch noch mal was mit den Filmen und verleihen ihnen auch noch mal in gewisser Weise einen neuen Status. Nicht? Das ist nicht nach Paris fahren, um die Mona Lisa zu sehen und sich selbst vor dem Film zu fotografieren. Hier passiert was, wenn die Filme gezeigt werden und werden wir sie uns anschauen. Und das scheint mir bei dieser Art von Veranstaltung immer besonders wichtig zu sein. Vor allen Dingen, um den globalen Effekt dieser Reihe auch nochmal anzusprechen, wir haben als Begleitreihe eine Pop-Kino-Reihe gesetzt. Eine Reihe, 10 Monate lang, die versucht hat, einfach Beispiele zu finden, weil es diesen Begriff des Pop-Kinos so exemplarisch eigentlich gar nicht gibt. Es gibt es in vielen, vielen Bereichen, in der Literatur, in der Musik natürlich, aber beim Film eigentlich noch nicht. Und wenn ich jetzt diese Filme gesehen habe, und als völlig neutraler Beobachter da drauf gucke, ohne die Reihe verfolgt zu haben, würde es mich wundern, dass man das jetzt sofort unbedingt mit diesen Filmen hier, die wir von Warhol gesehen haben, sofort in Kontakt bringt. Wie würdet ihr das sehen? Ist das ein etwas Kontrapunktisches oder ja, wie schätzt ihr das ein? Oder ist er Popkino überhaupt? Nee, nein. Ich denke, mit Pop Art, das ist so der Witz am Pop Art, es ist so leicht konsumierbar. Und natürlich kann man mehr sehen in den Popbildern, wenn man dann die Gelegenheit hat, diese Campbell Soup Cans in dem MMK, wo sie so mehr wunderbar frühen Beispiele von Warhols Arbeiten haben. Wenn man die Gelegenheit hat, die zu sehen, empfehle ich unbedingt, die anzuschauen und sehr nah ranzukommen, um zu sehen, wie er eigentlich einiges so reingemalt hat und wie er mit dem Stoff gearbeitet hat. Man kann mehr sehen in diese Bilder, aber die sind leicht konsumierbar, aber seine Filme sind überhaupt nicht leicht konsumierbar. Das erstmal zum einen, wenn man denkt an Pop und Flashy. Ich glaube, alles ist so verlangsamt in seiner Welt und in seiner filmischen Welt. Und vielleicht geht die Welt ein bisschen schneller in seine Gemälde. Vielleicht, wenn man jetzt eine Filmreihe dazu, also
um quasi Warhols Einfluss auf das kommerzielle Kino zu demonstrieren, hätte man vielleicht eher frühes New Hollywood Kino, B-Pictures aus den 70er Jahren, Brian De Palma, Roger Corman, so Horrorfilme und sowas, zeigen können, die tatsächlich irgendwie ganz deutlich, was heißt, also die davon inspiriert sind, die auch bei Warhol wieder klauen und sich irgendwie denken, wenn Warhol das macht, dann dürfen wir das auch machen. Und also da würde ich eher Anknüpfungspunkte sehen. Aber diese Elemente werden wahrscheinlich dann doch auch assimiliert, ne, im Sinne eines erzählerischen Ganzen. Ne? Und in dem Sinne sind diese Filme natürlich nicht vergleichbar, nicht kompatibel. Ich muss auch dazu sagen, dass wir, als wir das programmiert haben, uns tatsächlich auch an dem Bild, das wir von ihm als Maler eher hatten, orientiert haben. Im Grunde sind die Candle Soup, also die Suppendosen sind ja auch, widersprechen ja auch dem bürgerlichen Kunstbegriff und es haben Anstoß erregt an Anfang der 60er Jahre. Das hat sich nur sozusagen abgeschliffen, diese Provokation. Und ich glaube, diese Provokation wird vielleicht vor dem Hintergrund der Filme jetzt wieder, also man kann sie vielleicht nochmal erneuern. Sind die heute noch provokativ? Ja, sicherlich nicht. So für das muss man sozusagen rekonstruieren, ne? Also diese Herausforderung des bürgerlichen Kunstbegriffs muss man sicherlich nochmal rekonstruieren, weil durch den Kulturbetrieb und durch diese Etablierung von Warhol als beliebter Künstler ist das Sehen auch korrumpiert. Also ich meine, in dem Maße, wie man das eben als Attribut einer wichtigen Künstlerpersönlichkeit zuordnen kann, solche Werke, guckt man auch nicht mehr hin oder lässt sich auch nicht mehr beeindrucken und hat keine Erfahrung wirklich, lässt keine Erfahrung zu. Da ist es einfach sozusagen ein Markenartikel geworden, ne? Also, und hat diese Schärfe nicht mehr. Und das muss man wieder hervorholen. Ne? Und diese Filme können, glaube ich, wieder die Augen öffnen und ihr Ohren, ne? Weil du immer sagst, es geht nicht nur ums Bild. Natürlich fand ich auch sehr interessant, wie er mit Ton arbeitet zum Beispiel und eben mit Performativität, Theatralität. Ganz wichtige Dimensionen, aber eben alles über sozusagen diesen Filter des Apparats, des technischen Mediums. Das war mir eben so wichtig, dass das sozusagen nochmal ein Filter davor gesetzt ist, genau wie in allen anderen Techniken, die er benutzt. Und so dieses von der Apparatur durchdrungen sein, ne? Das muss man eben auch an den Bildern wieder neu sehen lernen. Ne? Also dass er damit eigentlich auch widerspricht, sozusagen diesen traditionellen Begriffen von einem Kunstwerk als einer erhabenen Größe. Ja, nee, also ich meine, die frühen Arbeiten sind ja, ich sage das jetzt mal ein bisschen polemisch, ja mittlerweile auch kunstphilosophisch stillgestellt durch Arthur Danto, der uns dann erklärt, dass die Geschichte der Kunst hinausläuft auf einen Punkt, wo Werk und Nichtwerk nicht mehr unterscheidbar sind und das ist halt dann Warhol und die Brillo-Boxes und dann ist das irgendwie auch kategorisiert. Ich finde diese Filme in einer höchst produktiven Weise verstörend. Und irritierend und sie führten uns schon nochmal auf das zurück, was eigentlich ursprünglich die Transgression von Warhol war. Denn also die Brillo-Boxes sind eine Provokation für den Kunstbetrieb. Und sie bleiben es, wenn man sie nicht kunstphilosophisch stillstellt. Genau, und Dantos Text ist natürlich auch ein Text genau aus dieser Zeit, als Warhol eigentlich für alles herhalten konnte. Aufgrund der bewussten oder auch, also aufgrund der Unverfügbarkeit oder auch der bewussten Ignorierung von Quellen. Also da konnte man mit Warhol einfach alles machen. Gibt es denn noch eine Frage aus dem Publikum, von Ihnen? Weil, ich habe noch zwei Sachen. Aber ein Aspekt, den will ich zumindest kurz nochmal streifen, weil in so einem Abschlussfazit, finde ich, spielt es auch eine Rolle. Das ist, ich glaube, die technische Faszination von ihm, dass er sich auf alles, was neu war, irgendwie gestürzt hat auch. Und dann die Anschlussfrage auch, glaubt ihr, er hätte den Film oder wäre vom Film wieder abgekommen irgendwann in Zeiten, wo, sagen wir mal, der Computer das hat, da gibt es ja schon Bilder auch, dass er sich dafür interessiert hat, dass er daran dann plötzlich gemalt hat, irgendwann davon komplett abgekommen wäre, weil das vielleicht für ihn eine veraltete Form gewesen wäre, jetzt mal rein hypothetisch gefragt.
Kann ich anfangen? Die zweite Frage würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Und zu der ersten Frage füge ich einen Umweg ein. Nämlich würde ich gerne nur sagen, dass ich finde, bei der Betonung von Warhols Filme, als bei der Betonung der Produktionskontext Warhols Filme, so was hier besprochen worden ist, was ich dann stark gemacht habe, da will ich nicht sagen, dass alle Warhols Filme sind Expanded Cinema. Auf keinen Fall. Ich will nur sagen, und wollte nur sagen, so in der Tatsache, dass er nicht die Filme dann gezeigt hat, das bedeutet nicht, dass sie Expanded Cinema sind. Nur, dass erstmal habe ich versucht, so Expanded Cinema neu zu definieren, anhand von dieser Idee, dass Expanded Cinema nicht, dass es geht nicht um Medium-Spezifizität bei Expanded Cinema, sondern um Site-Spezifizität. Und dann finde ich bei dieser Reihe so spannend, die Filme zu sehen und eigentlich in die Filme selbst, irgendwie die Filme, wenn wir sagen, sie sind provokativ, für mich eine der Provokationen dieser Filme ist, dass sie mich provozieren, die nicht nur aus Filme betrachten zu können. Nicht nur aus Filme, wie ich vorher Filme kannte. Nicht nur aus rein Objekte, die ich von einer Entfernung betrachte, ohne mehr Fragen zu stellen. Wer sind diese Leute, die dann das erlauben, dass sowas, dass sie in so eine unangenehme Situation kommen? Wie sind diese Filme entstanden? Was für Filme sind die? Wir haben schon über diese, die sind offene, die sind geschlossene, die sind narrative, die sind nicht narrative. Und in dem Sinn würde ich sagen, dass sie sind auch Filme und in dem Sinn nicht Filme. Oder man braucht ein neues Verständnis von Film. Und um dieses neues Verständnis von Film zu schaffen, finde ich das sehr produktiv, das Produktionskontext näher zu kommen und zu verstehen, na, wie produziert man solche Filme? Aber warte mal, so wie ich dann gesagt habe, ich glaube, diese Filme sind eigentlich Teil etwas anderes. Die sind nicht alle, aber viele sind nicht nur aus Filme, die sind, würde ich immer noch sagen, nicht Produkte, nicht aus Produkte im Sinne von Konsumprodukte, ursprünglich gemacht worden. Jetzt rezipieren wir sie die so und das ist in Ordnung. Wir können dann die in die Kunstgeschichte einbetten und einbeziehen und auch in die Filmgeschichte. Und sollten wir. Aber was Neues und Innovatives, andere Filme können wir sagen, das ist so wie, ich weiß nicht, Manet und andere. Wir können diese Sachen machen mit anderen Filmen. Godard können wir viel Spaß haben mit der Referenzen und Allegorien und alles. Kann man auch mit Warhol machen, wenn man will. Aber für mich zumindest, was mich wirklich fasziniert, ist, ich glaube, wir haben ein neues Filmbegriff hier, ein neues Verständnis von Filmen, die dann Teil, zum einen, die aktivieren den Raum der Ausstellung oder der Vorführung, aber auch, die irgendwie uns zurückwerfen auf ihr Produktionskontext, insofern, dass wir versuchen zu verstehen, Filme aus Teil eines sozialen Umfeld, Teil einer breiter, wie hat Henning das ja schon beschrieben, mit Wallace Berman, so eine Art Austausch in der Gruppe, so die autonome Kunstwerk zu öffnen. Ich glaube, in die Richtung finde ich das zumindest was sehr Innovatives und Neues bei Warhol. Und das wollte ich dann stark machen. Habe ich deine Frage beantwortet? Ja, aber Regine möchte. Die Frage war ja, ob Warhol heutige Technologien auch benutzt hätte. Mhm. Bestimmt hätte er das getan, hätte er mit Computer und 3D wahrscheinlich irgendwie auch gearbeitet. Aber auch nochmal zu dem Thema Gesamtkunstwerk, da muss ich, glaube ich, auch nochmal, wenn ich darf, Stellung beziehen. Also Gesamtkunstwerk war ja zum Beispiel auch bei Couch, da war ein Stück von dieser Wand zu sehen, ne, von dieser, jedenfalls im zweiten Teil taucht dann die Silberfolie auf. Ne, die Factory war ja mit Silberfolie ausgekleidet und hat sich insofern ja als ein Gesamtkunstwerk inszeniert,
in der Sphäre der Medien, ne? Weil die Silberfolie natürlich auf den Silver Screen verweist. Ne? Also es ist alles voll von Allegorie und Symbolik und Metapher und Zitat. Also ich glaube nicht weniger als bei Godard. Und man darf nicht nur, man muss es sehen. Also das würde ich, und ich bleibe einfach, also ich sehe dieses andere nicht oder so. Das andere ist eben sozusagen das, was du auch dann als Integration von Kunst und Leben im Sinne des Gesamtkunstwerks adressierst, ne? Was ich aber eher als eine Utopie sehe, die in den Filmen verhandelt wird, ne? Die gezeigt wird. Aber das ist wieder dasselbe, dass ich da eben diese Brechung sehe, dass er eben diesen Traum vom Gesamtkunstwerk, der ja von seit der Romantik bis heute sozusagen drinsteckt, sozusagen in dem Wunsch der Künstler wieder zur Mitte des Lebens, also in die Lebenswelt vorzustoßen, von dieser Auslieferung an das Marktgeschehen erlöst zu werden und wieder also eine geistige Führerschaft, eine Autorität sozusagen in der Kultur einnehmen zu können. Und also auf diese Weise wieder Kunst und Leben miteinander verbinden zu können. Also das wird zitiert, ich würde das eben auf der Zitatebene sehen, und wird ausgestellt mit dem Effekt, dass man das betrachten kann, also als eine Einlösung des Gesamtkunstwerktraums, also einer ästhetischen Utopie, die Avantgarden geträumt haben, die aber die Massenmedien erfüllt haben, ne? Aber natürlich entgegen der ursprünglichen Intentionen, die mit dieser ästhetischen Utopie verknüpft war, weil die Massenmedien haben eben keine neue Gesellschaft geschaffen und auch keine gerechtere Gesellschaft geschaffen, aber sie bedienen also diesen Ästhetisierungswunsch, ne? dass sozusagen ein Kollektiv sich bildet über einen gemeinsamen Stil und letzten Endes über einen gemeinsamen Medienkonsum, ne? Also, und da bringe ich eben Queer unter, also auch. Oh. Ja, Sie sehen, liebes Publikum, Ich will einen Satz noch sagen, ja. Das Kino hat natürlich einen Beitrag dazu geleistet, dass die Gesellschaften gerechter geworden sind, aber das ist ein anderes Thema. Das können wir bei Pasolini weiter diskutieren, aber ich würde es daran festhalten, doch, natürlich. Genau. Also Sie haben es gemerkt, wir könnten hier noch stundenlang weiter diskutieren. Die Meinungen sind sehr, sehr facettenreich und unterschiedlich. Vinzenz Seliger hat es auch schon angesprochen. Am 30. Oktober ist dann die erste Lecture zum Thema Pasolini und wir würden uns natürlich freuen, Sie dann auch wieder zu begrüßen. Ich möchte vielleicht abschließend noch etwas selber sagen, weil ich habe am Anfang angefangen mit der Frage, was der rote Faden denn sei. Und ich gehe immer gerne mit diesem Hintergrund an so eine Reihe ran, bei mir selber. Und ich habe festgestellt, jedes Mal, wenn ich dachte, ich hätte es gerade durchblickt, was der rote Faden ist, dann kam ein komplett neuer Aspekt dazu. Das fand ich sehr, sehr faszinierend und das ist vielleicht auch genau der Punkt, der den Warhol so spannend macht bis heute, dass das einfach nicht so unter einen Nenner zu bringen ist. Also den gibt es zwar vielleicht den kleinsten gemeinsamen, aber deswegen bin ich umso gespannter, was euer Buch dann noch hervorbringen wird. Wann ist denn damit zu rechnen in etwa? Kann man das schon sagen? Ungefähr in einem Jahr. In einem Jahr. Wir werden Sie auf jeden Fall darauf hinweisen an dieser Stelle, aber auch ganz herzlichen Dank Ihnen, lieben Publikum. Also dass Sie bei Sleep ernsthaft durchgehalten haben, über 6 Stunden und dass wir hier um 1.30 Uhr Wünsche hatten, doch noch eine Diskussion zu machen. Das war wirklich die Überraschung in der Rezeption, dass so viele Leute bei Sleep geblieben sind. 25. Und dass auch so viele Leute immer geblieben sind, zu diskutieren so spät. Also das hat auch mir selber als Kinomacher, also das hätte ich nie für möglich gehalten. Ich hätte auch nie für möglich gehalten, dass wir Freibier von Radeberger gestellt bekommen für die Veranstaltung. Aber es passt so irgendwie alles zusammen. Und ja. Genau, lieber das Zischen von Bierfroschen als Satie, als Soundtrack, nicht? Das war ja. Vielleicht kann man das wirklich noch als letzten Satz zurückspielen ans Publikum. Wir haben mehrfach von den Referenten gehört, dass sie ein Publikumsengagement, vor allem eine Diskussion auf diesem Niveau in Paris oder Montreal nicht gewohnt sind oder nie erlebt haben. Kennen. Leute, die permanent auf Reisen sind. Und das ist wirklich das tollste Kompliment, das man eigentlich Ihnen machen kann. Und ja, ich möchte eigentlich gar keinen eigenen Abschlusssatz finden, aber ich würde deswegen Ara Osterweil zitieren, womit sie letzte Woche geendet hat, auf die Frage, was sie zu Easier Than Painting sagte. Und
Sie sagte, everything is easier than painting. Herzlichen Applaus nochmal. Dankeschön an Vincent Zediger, Marc Siegel, Regine Prange und Henning Engelke. Und an Sie. Bis Oktober. Und vorher natürlich auch Filmmusik.